Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Was genau wirfst du dem Film vor? Weil dass er drei Stunden lang ist. Ja, aber das, dann geh doch nicht in Avatar. Jetzt Streter Bender Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Streter, Hennes Bender und Gary Streberg. Ja, schönen guten Tag hier. Hallo hier. Thorsten Streter Bender Streberg. Nun ja. Ich wollte mal so, oder ist es nicht nach deinem Gusto? Doch, ist voll nach meinem Gusto. Wir freuen uns, dass wir hier sind und dass ihr uns zuhört und schaut. Erstmal schön ins Polster husten. Ja. Erstmal, denn wir sind wieder im Studio hier in Bochum, ja. Und wir haben viel vor der Brust. Ja, das wird eine vollgepackte Folge. Wollten wir. Ja, genau. Womit fangen wir denn an? Erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Sagt man das noch? Ich weiß gar nicht, ab wann das illegal ist. Ab wann das strafbar ist. Seit 1945. Seit 1945 ist es illegal. Aber wir machen es einfach trotzdem. Gute Vorsätze. Habt ihr eure guten Vorsätze denn schon gebrochen? Ja, ich mach wieder Sport. Nee, ich habe es tatsächlich angefangen wieder. Ja. Ich mache wieder Sport. Und habe sehr viel Spaß dabei. Hatte aber einen Mordsmuskelkater, der schon nah an der Verletzung dran ging. Dann machst du es richtig. Konnte meine Arme, Dann machst du es richtig. Lief rum wie so ein Augsburger Puppenkistenmännchen. Arme kaputt und es war aber Beintag. Ja. Bist du auch so aufgestanden? Sein. Übrigens, der Kollege Jan van Weyde hat eine sehr, sehr, sehr lustige Augsburger Puppenkistennummer, wo er das demonstriert. Und die ist vor allen Dingen, ist es schön, die ist ganz kurz nur. Er reitet also nicht drauf rum. Schaut euch das bitte an im Netz. Jan van Weyde hat sehr viel, sehr lustiges Material. Lieben Gruß. Was machst du denn für Sport, lieber Gerald? Ich mach, lieber Hans-Dieter, ich mach Kraftsport tatsächlich. Kraftsport? Ja. Wie sieht das aus? Indem ich unnötigerweise schwere Gewichte stemme. Ja. Okay. Und zu Hause hast du Hanteln oder was ist das? Nein, oder? Ich mache das tatsächlich in einem... In einem Studio. Studio. Oh. Ja, das Namen genau. Wir jetzt nicht nennen. Nennen wir nicht. Machst du, könnte man nennen, ist halt Verhandlungssache. Ja, ist halt genau, ist ja Werbung dann auch. Macht sehr viel Spaß und ich komme jetzt so wieder rein. Und morgens um 6 Uhr sind auch immer die gleichen Verdächtigen da. Wie morgens um 6 Uhr? Sei so wenig Rentner, wie du kannst. Nee, wieso? Ich liebe das, morgens um 6 Uhr trainieren zu gehen, dann habe ich den ganzen Tag noch für mich. Ich mag das, weil sonst Moment, zerreicht mir das. Stehst du denn dann auf, wenn du morgens um 6 anfängst? Hallo? 5.30 Uhr. Ja, das war's, dankeschön. Ja, aber auch nur montags, mittwochs und freitags. Ach so, die anderen Tage pennst du bis 16 Uhr. Ja, ich bin nur mal früh aufstehen, was soll ich denn machen? Ja, nix. Ist gut, ist ja dein Mindset genau. Scheint. Aber dieses sei so wenig Rentner als möglich ist ein schönes Mantra für dieses Jahr, finde ich. Ja. Also ja. Für uns auch. Ja. Für das Männer wir im nicht. Fortgeschrittenen Alter. Thorsten, das geht gleich schon los. Wie hieß der noch? Was war das? Wie hast du jetzt schon dieses Jahr schon Vorsätze gehabt? Oder selber oder nicht? Ja, ich vernachlässige ab jetzt Körperpflege, habe ich mir überlegt. Ja. Weil wir riesige Seifendefizite haben weltweit. Ja. Ich rasiere mich nicht mehr. Ne? Und ich lasse locker und arbeite weniger. Ja, das ist auch richtig so. Damit die Qualität ansteigt. So richtig, dieser Podcast ist davon natürlich ausgenommen. Das ist, ja, das ist auch genau. Keine Arbeit. Das ist ja könnt ihr euch eigentlich auch keine Qualität halten. Ne? In dem Zusammenhang zum Thema selten sich blicken lassen. Könnt ihr euch noch erinnern, Otto damals, einmal im Jahr. Ich bin Wochen vorher komplett kaputt gegangen. Ich war so aufgehypt, das war unglaublich. Einmal im Jahr und dann immer eine Stunde. Das war nicht länger als eine Stunde und wir waren dankbar und ich glaube, es kam auch einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eine LP raus. Das weiß ich gar nicht, habt ihr Otto denn jemals live gesehen? Nee, leider nicht. Ja, er war einmal in der Ruhrlandhalle. Ja, da war ich nämlich, 83. Oh, war das, aber ich weiß, ein Kollege hat mir erzählt und es fing an, dass er so Teller geworfen hat. Nee, er kam auf Rollschuhen rein. Das war diese, was dann nachher Otto versaut Hamburg wurde. Okay. Also mit, mit diesem Märchen-Medley mit der Gitarre. Ja. Und er hat mit Tellern geworfen und zwar kam er raus, es gab dieses Lied Save Your Love, My Darling. Mit diesem Opernsänger. Save Your Love, My Darling. Und er kam als Punker raus
Und auf einmal kam dieses Lied und hat einfach dieses Lied dann quasi Vollplayback gesungen und schmiss mit Tellern und Tassen rum. Das war ein Riesenaufwand, dieses Bühnenbild. Und ich bin danach wirklich japsend rausgegangen. Also mir tat echt der Bauch weh. Das war wirklich so ein Konzert, was definitiv mich geprägt hat. Ja, ich würde auch sagen, Otto gehört auch zu den Leuten, zu den Künstlern, die uns comedy-mäßig sehr geprägt haben. Und ich frage mich gerade, ist das im Bereich des Möglichen? Und ich spinne jetzt nur mal rum, nur mal für die Tonne, dass wir irgendwann in irgendeiner Zukunft mal Otto zu Gast haben. Ich hab's gesagt. Jetzt ist es raus. Das müsste das man sich überlegen. Ich glaube, zur allerletzten Folge. Nee, ich würde was? Nein, zur allerletzten Folge. Ich weiß nicht, ob. Also, man müsste sich vorher überlegen, über was man mit Otto redet. Ich würde gerne mit Otto. Über Maschinenbau. Nee, ich habe Otto ja schon zweimal treffen dürfen. Das war natürlich, hat er sich erhebend wehgetan? Sowas. Ja, ich habe, ich würde gerne mit ihm darüber sprechen, was er davon hält, dass jetzt glaube ich, es gibt ja dieses, sag mal, Otto der Film, der erste Film, ist ein Meister. Meilenstein. Alles, was danach kam. Ein Riesenerfolg. Ne? Ein Wahnsinnserfolg, lief auch in der DDR damals. Es gibt ein sehr schönes Interview, wo Otto von einem DDR-Reporter interviewt wird und er ihn quasi eben nicht vorführt, sondern entwaffnet mit seinem Humor. Es gibt diese, wie ich finde, sehr, sehr, sehr wichtige und sehr schöne Sequenz im ersten Otto-Film mit Günther Kaufmann. Schwarzer Kopf, schwarzer Bauch, schwarzer Füß. Ja. Wo das N-Wort fällt. Ja, in der Tat. Und 1985. Ich finde, diese Szene ist natürlich geschrieben von Gernhard Knorr und Eilert wahrscheinlich. Mhm. Und ich finde diese Szene so großartig und so wichtig auch. Und in dieser Cancel Culture, in der wir jetzt uns befinden, wo der Humor ja auch nicht ausgenommen wird, würde ich gern mit ihm mal drüber reden. Natürlich würde man diese Szene heute nicht mehr so drehen, aber weil ich fand auch sie mit Recht gecancelt ist. Also ich fand die damals schon unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das ist ja, aber du kannst das Thema Rassismus, du musst es ja benennen, du musst es ja thematisieren. Und wenn du dir das genau anguckst, ist es genau wie Herr Chabobo von Gerd Polt oder Mai Ling. Ja? Das heißt, das Thema Rassismus muss ja irgendwie benannt werden, man muss ja quasi das zeigen, um sich dann damit auseinanderzusetzen. Und die Szene ist so toll und charmant. Also ich stehe wirklich zu dieser Szene und weiß auch, dass man sie heute so nicht mehr drehen kann und auch vielleicht so nicht mehr zeigen kann. Aber man kann sie halt auch nicht biepen oder ich glaube, sie ist sogar wirklich geschnitten jetzt, wenn der Film im Fernsehen läuft. Ja, ja. Darüber würde ich gerne mal mit Otto Waalkes reden. Ja. Ja. Okay. Ja. Also, aber vielleicht ist das irgend. Vielleicht hört Otto das ja und denkt sich. Ganz bestimmt. Jo, ganz Hiti. Gewiss. Das weißt du doch nicht. Warte. Vielleicht ist er ein großer Streeter-Fan. Ah. Nein, er hört es nicht. Nee, aber Thorsten ist ja nebenberuflich Mentalist, wie man gerade gesagt hat. Ja, genau. Toxischer Mentalist. Warte. Außerdem, so läuft Mentalismus überhaupt nicht, Hennes. Was? So läuft das nicht mit Mentalisten. Was? Wie läuft das denn? Was guckst du mich jetzt an, als hätte ich gefurzt? Entschuldige, für alle, die uns jetzt hören. Gary verzieht das Gesicht, als hätte ich hier einen Koffer hingestellt. Das sind doch keine Gedankenleser. Was sind das denn? Mentalisten, das sind Scharlatane. Mentalisten, das sind Leute, die gewisse körperliche Schnurren, die da vorgeführt werden. Die gewisse... Was für Possen sie da reißen. Ja, es geht doch nicht um den... Nur Räuberpistolen. Gary, sag doch mal. Ja, einfach mal den Strebeck wieder unter einer Barrage von Kokolores. Eine Barrage. Danke, Gary. Eine Barrage und etwas von Kokolores. Was ist deiner Meinung denn ein Mentalist? Mentalisten, das sind Leute, die... ja, Punkt. Das sind Leute, die gewisse Körpereigenschaften zum Beispiel, die sehen, ob du nervös bist und so, die einfach anhand deiner Körperbewegung, anhand deiner Statur, die sehen können, also wie du tickst. Wenn er jetzt mir sagt, die einfach sie sind klein, dann ist das ein Mentalist. Nein, es gibt zwei verschiedene. Es gibt Leute wie Thorsten Hafner, die natürlich auf Mikroexpressionen achten und einfach das Bescheid wissen. Das meine ich, danke Thorsten. Wie überhaupt die Disposition ist, linke Hand, rechte Hand, Körperhaltung und so weiter, wie die Augen sich bewegen. Und dann gibt es die klassischen Mentalisten, wo irgendeine Bärbel im Publikum steht und ihm kodiert was zuruft, er hat die Augen verbunden und sagt, sie haben eine Suppenkelle in ihrer Damenhandtasche. Und das ist, die schimpfen sich auch Mentalist, aber der wahre, ich glaube, Thorsten Hafner ist einfach auch zum Beispiel jetzt kein Mentalist in dem Sinne, das ist ein überspitzter Begriff, sondern einfach List. Unterhaltung. Körperlesen, es ist Unterhaltung, aber es ist natürlich auch faszinierend.
Mentalist klingt da fast zu klein. Das finde ich immer so toll an unserem Podcast, weißt du, dass wir von Höcksken auf Stöcksken kommen. Übrigens habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem, der sich oder die sich, glaube ich, wünschte, dass wir mal erklären, was Comic Relief eigentlich ist. Richtig, habe ich auch gelesen. Dass das nichts mit Comics zu tun hat, sondern und auch Comic, nicht, dass irgendwas irgendwo eingraviert wird. Relief. Ja. Comic Relief wird so geschrieben. Ja. Aber es ist nichts anderes als die humoristische Erleichterung. Genau. Ganz genau. Das ist wörtlich übersetzt. Ja, ja, genau. Und im Film sieht das dann meistens so aus, dass mir fällt jetzt gerade ad hoc, fällt mir Notting Hill ein mit Hugh Grant und Julia Roberts. Rice Evans. Und ja. Genau, da ist Rife Essen, der verrückte Rice Essen. Du sollst Rice essen ab und zu, aber der Typ heißt Rice. Das ist das Schlimme bei diesen walisischen Namen, das ist ja noch schlimmer. Ja, okay, aber der Typ in der Unterbuchse. Ja. So, ja. Der sorgt dann dafür, dass das gelacht wird. Also der. Nun ist aber, Entschuldigung, Gary, dass ich dir da reingrätsche, aber nun ist Notting Hill ja schon an sich eine romantische Komödie. Genau. Und da ist schon. Nee, ja, aber der Untergang. Die pfiffige Sekretärin. Genau. Die pfiffige Sekretärin, die immer wieder einen Jux raushaut, ja, in dieser schweren Zeit, in seinem grauen Grabenmantel. Nee, okay, war nicht. Ich möchte ausholen, ich sage mal Shakespeare, Macbeth, die Rolle des Porters, des Torwächters da, der besoffen einen Monolog hält über das Betrunkensein und so weiter. Ja. Das ist ein ganz klassischer. Welcher? Das ist der. Viel Lärm um nichts? Nein, das ist Macbeth. Macbeth, das schottische Stück, ja, wo es ja Blut und Totschlag gibt und sehr wenig zu lachen. Und da gibt es diese eine Szene in Macbeth, da die bringt die Leute zum Lachen, beziehungsweise die Groundlings, die ja im Globe-Theater alle unten standen. Es gab ja diese Schichtung im Globe-Theater, also unten standen die Leute und haben Erdnüsse gefressen. Das hat man später gemerkt, als man den Boden durchforscht hat. Und oben saßen dann die feinen Herren. Und es gab halt eigentlich in jedem Shakespeare-Stück, wenn es nicht nur Komödie sowieso schon war, immer auch ein Comic Relief, sogar auch bei Hamlet. Mhm. Und das sind dann so Momente, wo man so mal kurz durchatmen kann und lachen kann. Ganz also genau. Bei schweren. Einer meiner Lieblingsfilme übrigens, Viel Lärm um nichts von Kenneth Branagh. Branagh mit Denzel Washington, also es wurde früh gegen den Strich so ein bisschen gesetzt, auch, wie sich's gehört. Mit Denzel Washington, dem wahrscheinlich besten Schauspieler aller Zeiten, habe ich mittlerweile das Gefühl. Dann war dann Ethan Hawke dabei und Keanu Reeves als Schurke und Michael Keaton als der Dorf. Ethan Hawke war nicht dabei. Dann war es nicht Ethan Hawke, sondern jemand, der so ähnlich ist wie Ethan Hawke. Michael Hawke war Hamlet. Ethan Hawke war Hamlet, genau, ganz genau. Nicht Baz Luhrmann, nein, das war nicht Baz Luhrmann. Nein, das verwechselst du mit Romeo. Ah, Romeo und Julia. Wenn Baz Luhrmann gewesen wäre, hätten wir es jetzt noch in die Netzhaut gebracht. Ethan Hawke war mit Bill Murray als Polonius. Das ist auch sehr, sehr schön. Und mit Kyle MacLachlan als Claudius. Mhm. Auch sehr, sehr schön. Okay, aber ich fand Viel Lärm um nichts, wunderschöne Musik. Ja, dolle Geschichte, doll synchronisiert. Emma Thompson, Kate Beckinsale und Keanu Reeves, Michael Keaton zusammen mit Ben Elton. Sean Leonard heißt der, glaube ich. Und den hast du nämlich deswegen verwechselt, wegen Club der Toten Dichter. Na, Ethan Hawke habe ich vor allen Dingen eingestreut, weil in der hintersten Schublade meines Prägens lag wahrscheinlich wieder Training Day. Und als ich Denzel Washington sagte, flappte das mir so vorne übers. Habt ihr Ethan Hawke in Glass Onion erkannt? Ja, natürlich. Ja, ganz kurz. Da reden wir später drüber. Wieso erkannt? Er kam ja nicht mit einer Tüte über dem Kopf aus dem Auto. Genau. Oder mit einer langen Nase. Das war aber schon sehr, sehr, sehr kurz. Ja. Ich möchte kurz noch über meine guten Vorsätze dieses Jahr reden, wenn mich schon keiner fragt. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag einen Film zu sehen, jeden Tag ein Album zu hören, das ich noch nicht kenne. Einen Baum zu zeugen. Und tatsächlich jede Woche ein Buch zu lesen. Bisher ist mir, das mit dem Buch ist mir bisher gelungen, das ist gar nicht so einfach. Mit dem Film ist natürlich schwierig, wenn man wieder auf Tour ist. Klar, täglich ein Buch ist kein Problem wie die Bibel, aber ein Film, wöchentlich, wie soll das gehen? Wöchentlich. Ach so, alles klar, gut. Jeden Tag 100 Seiten ist drin. Und dann ein Album zu hören. Also Pflegestufe 3 oder was? Vor allen Dingen ein Album zu hören, was man noch nicht kennt. Also was denn? Was hast du denn zuletzt gehört? Ich habe zuletzt gehört, ich habe das neue Iggy Pop-Album natürlich gehört. Wie ist das? Großartig. Der Mann ist 75 und hat eins der besten Alben seiner. Ist er jetzt 75? Der ist 75, ja. Der ist jetzt, ich habe ihn, als ich das letzte Mal ihn gesehen habe in Düsseldorf, war er 75.
Okay. Und er wird dieses Jahr 76. Und ist eins der besten Alben. Chad Smith am Schlagzeug, Duff McKagan am Bass, großartig, ganz großartige Platte. Duff McKagan am Bass? Duff McKagan von Guns N' Roses. Guns N' Roses, natürlich. Der ja schon gespielt hat auf Brick by Brick 1990. Aber ist das Album toll? Das Album ist fantastisch. Every Loser, fantastisch. Werde ich mir auch nochmal auf Vinyl nochmal bestellen. Ach, du bist ja auch so ein alter Vinyl-Knacker. Ja. Dann bring ich das auf Kassette an. Genau, auf Kassette. Ja, und auf jeden Fall mit den Filmen und mit den Serien. Da werden wir jetzt drüber reden. Wir werden gegen Ende über einen Film reden, über den wir reden müssen. Das steht in der Luft. Und wir sagen nicht welcher, aber während wir gerade darüber sprechen, läuft er noch. Also wir sind gerade erst rausgegangen. Er läuft ständig. Aber the most anticipated, was heißt das auf Deutsch? The most erwartete ja. Serie. Und ich weiß, ihr beide seid große Fans und ich bin ja auch kein Verachter des Genres, aber ich bin ja ein Schisshase. Das Reboot, genau, mit Peter Beck und Thekla Carola Wied. Thekla Carola. Thekla, du siehst auch mal so ein Spinnennetz sofort. Immer, wenn ich bei Thekla Carola Wied. Genau, geig. Aber wir haben gestern die erste Folge von The Last of Us gesehen, als einzige, selbstverständlich. Als einzige gesehen, ja. Ich habe es zelebriert. Ich hab mich so sehr darauf gefreut. Aber mich würde gleich mal, weil ich meine, das weiß ja jeder, dass ich und auch Thorsten da große Fans von sind. Ja. Aber du bist ja jetzt wirklich ein total unbeschriebenes Blatt. Wie ist das bei dir angekommen? Ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr mir erklärt, was da jetzt Neues mir entgegenkommt. Ja, jetzt anders ist als The Walking Dead, was anders ist als Leftovers und was anders ist als A Quiet Place. Also wir reden von einer natürlich apokalyptischen Welt. Es ist ein Virus ausgebrochen. Das alles Ein Pilz ist ausgebrochen. Ja, warum steht der Pilz im Wald? Weil Tannen zapfen. Knacki-Däuser, schön groß. Aber natürlich weiß ich auch, ich habe das Spiel ja auch angespielt, ich bin ja auch ein Schisshase, das wisst ihr ja auch. Und es gab ja auch Kontroversen, vor allen Dingen zum zweiten Teil. Da werden wir dann drüber sprechen, wenn die Serie Das war aber keine Kontroverse, das war bewusst erzeugter Beef von irgendwelchen Spackos. Das war ja keine Kontroverse. Eine Kontroverse wird es sobald irgendwas eine gewisse Substanz hat, aus dem man eine Kontroverse machen kann. Ja. Also das war einfach nur dieses, fairerweise, das war das gleich wie mit Ariel, der Meerjungfrauen. Ja, so. Aber fairerweise muss man sagen, Thorsten, dass im zweiten Teil es da schon einen kreativen Kniff gab, der bei den Fans nicht gut angekommen ist. Und das Die Kontroverse war natürlich der Anfang. Könnten wir jetzt auch gleich die Grundsatzdiskussion losgehen. Dürfen Fans denn überhaupt bestimmen, was passiert? So, jetzt leben wir natürlich in dieser Woken-Zeit und Leute wollen alles richtig machen. Jetzt mal auf mit deiner Woken. Ja, aber ich möchte auf einen bestimmten Punkt raus. So. Ist diese Serie, wir haben jetzt nur die erste Folge gesehen, die immerhin 70 Minuten lang ist, also quasi wie ein kleiner Film. Ist das ein Kompromiss oder ist das die kongeniale Umsetzung des Videospiels, das ja auch sehr viele Spielszenen non-playable für mich ist es erstmal jetzt die Benchmark, also die Latte ist jetzt verdammt. Warum? Was ist so fucking gemacht, lustig? Wir haben nicht Benchmark gesagt. Benchmark. Für alle, die uns nur hören, ich habe Benchmark gesagt und ich sehe sofort, wie die beiden Hi-Opis Blicke austauschen. Es ist doch die Benchmark, kann man doch sagen. Gibt's denn es Benchmark? Es ist eine Benchmark, weil ich weiß ja, was du meinst, aber in unserer in der Historia gibt es so viele unglaublich schlechte filmische Umsetzungen von Videospielen. Uncharted. Und hier. Da gehört das klingt wie so ein hessischer Name. Ist der Benchmark und ist der Bench Jürgen, sein Schwager. Der Benchmark. Der Benchmark. Aber hier hat man wirklich von Anfang an das Gefühl, dass die Leute, die dahinter stecken, ich meine, okay, es kann natürlich nicht schaden, wenn man den Creator des Videospiels mit ins Boot holt, aber man spürt halt einfach die Liebe zu dem Source-Material. Zu dem Ursprungsmaterial. Ursprungsmaterial. Ja, ich... Okay. Das ist so bei dir drin. Also okay, ich habe das erst vor ein paar Wochen gespielt und die erste Folge ist so, als wäre mein PlayStation 5 Controller leer. So genau so ist es. Es ist vom Kostümbild, von Einstellung her, dieser Prolog mit den Pilzen.
Ja. Ich habe mich hier selten so abgeholt wie so ein Prolog. Schön, dann, ne? Für in einer Zeit, wo diese ganzen, also die Credits, die Pre-Credits, also nee, ja. die Eröffnung. Prolog. Der Prolog, ja, aber ja. Was heißt denn Prolog? Was heißt denn, wie haben diese Talkshow, davon redest du doch. Achso, das ist die Talkshow. Ja, mit John Hanna. Wie alt ist denn John Hanna geworden? Ist das John Hanna gewesen? John Hanna, ja. Ja. Das ich weiß nicht, ob sie ihn gealtert haben, aber John Hanna. Ich, nein, hoffe, ich glaub, der ist tatsächlich. Ich hoffe, dass sie ihn gealtert haben. Aber Hanna, das war, wisst ihr, was interessant ist, dass ich jetzt ein Video gesehen habe von Wired, von dieser Wissenschaftszeitung, ein Video, wo sie tatsächlich eine Wissenschaftlerin zu dem Thema befragen und die sagt exakt das, was der gesagt hat in der Talkshow. Denn wenn die Erderwärmung ansteigt, werden sich diese Pilze anpassen. Und es gibt einige davon. Ich glaube nicht, dass wir dann alle zu fleischfressenden Monstern werden. Ich habe mich gestern schon unwohl gefühlt. Warum muss das jetzt nochmal sein? Aber das könnte tatsächlich für die Menschen irgendwann mal ein Problem werden. Er erwähnt ja auch die Zombie-Ameisen auch noch. Ne? Die gibt es ja wirklich. Genau, und das wird da auch gezeigt. Und das ist super gruselig, wie der Pilz es schafft, zum Beispiel eine Ameise dazu zu bringen, an einen höheren Punkt zu krabbeln, einfach weil da die Sonne ist und weil da die Sporen sich besser verbreiten lassen. Das ist schon sehr, sehr gruselig. Aber, sagen wir mal so, es ist ja, das sind ja keine Zombies, das sind ja keine Untoten, es sind lebende Menschen. Also eher im Stil von 28 Days Later zum Beispiel. Ja. So. Und wie unterscheidet sich das jetzt? Naja, also der Kern von The Last of Us ist halt diese Beziehung zwischen Joel und Ellie, kongenial dargestellt, muss ich wirklich sagen, Bella Ramsey, genau. Ganz genau. Und, bekannt aus Game of Thrones. Und ja, natürlich. Und Pedro Pascal. Ich war skeptisch, weil ich meine, bei Mandalorian macht er ja auch nichts anders, nur mit einer Handpuppe. Aber hier. Stimmt, ist genau das gleiche, jetzt wo du es sagst. Es ist eine Hand, genau. Und mit Maske auch. Genau wie Gerd Fröbe in Es geschah am welchen Tag steht er da. Ne, aber ich meine, wenn du dich da wirklich drauf einlässt, also dann hast du echt, da kommen noch einige Sachen auf dich zu. Habe ich Spaß? Also Spaß hatte ich nicht. Ja, Spaß, aber es ist. Es ist natürlich gerade, ich sag mal so, dieses. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ist es von der Form her mit diesem ganzen. Also es kommt ja der Prolog, dann kommt, sind wir in der Vergangenheit im Jahr 2003 wunderbar dargestellt mit den ganzen alten Handys und so weiter. Ja, man fühlt sich dann wieder. Der ist aber im Spiel, also wenn wir das jetzt wirklich machen wollen, dann wird das jetzt so auf. Der ist im Spiel natürlich wesentlich kürzer und wesentlich gestraffter. Also du, hier wer, haben sie halt. Wer? Der Teil, der 2003 spielt. Ja klar, klar gucken wir nicht, wie sich die Uhr reparieren lässt. Aber im Prinzip, die Autofahrt zum Beispiel. Also das ist 1:1. Aber die Nachbarin, die nicht im Spiel vorkommt, habe ich auch sehr geschätzt. Sehr geschätzt. Ich sah super die Nachbarin im Garten sitzen und wusste, Klabumsi, hatte das so ein wird bisschen so dieses, was auch bei S war, ne? Bei It. Ich liebe drauf, wenn alte Leute komisch werden. Alte Leute unscharf im Hintergrund. Das war wirklich Die Oma. Vor allen Dingen Gundula, meine Frau, die hat das gar nicht mitgekriegt, weil dann in der Szene danach kam das ja mit dem Hund und ich sagte so zu ihr, ich sag, ja, Hunde spüren das, ne? Da meint sie ja, wenn die sterben. Ich sag, nee, hast du nicht mitgekriegt, was sie gerade gemacht hat? Mussten wir wirklich zurückspulen, weil sie hat es nicht mitgekriegt, weil es im Hintergrund unscharf war. Und es war super gruselig. Aber das Besondere an dieser ganzen Sache war ja, dass wir die Figur der Sarah mal so richtig kennenlernen. Und du musst dich ja praktisch in diese Figur verlieben. Wer ist denn Sarah? Das ist die Tochter von diesem Joel Miller. Genau. Konsequent übrigens. Durchgezogen. Und es ist für mich ist es super interessant zu sehen, wo sie wirklich Sachen weggelassen haben und wo sie Sachen zugepackt haben. Und mittlerweile, also ich kann sagen, dass sich das wirklich so die Waage hält und ich finde das total toll. Gerade zum Beispiel, dass ich diese Figur Sarah, dass ich die besser kennenlerne, dass ich mich. Das gibt der Figur von Joel natürlich Tiefe. Das ist für uns Spieler natürlich noch übler. Ich finde, wir haben dadurch noch mehr Spaß einfach. Wenn man darauf steht, dass Halbwüchsige erschossen werden, ja. Aber so ist es uns ja sehr nah gebracht worden in 70 Minuten. Verhältnismäßig. Und es ist mir auch wieder sehr nah gegangen, die Szene. Aber was ich mal in dem Zusammenhang empfehlen kann, ist, hinter der Sache steckten natürlich auch im Spiel damals schon richtige Darsteller, die das gemacht haben. Das war ja Motion Capture. Ja. Und das war die Rolle des Joel Miller, wurde ja damals gespielt von Troy Baker, der den auch gesprochen hat, der komplett anders aussieht. Mhm.
Aber das Mädchen, was die Sarah damals gespielt hat, die sah wirklich genauso aus wie im Spiel, wie in der Realität. Mhm. So, und es gibt ein Video, wo die diese Sterbeszene spielen, ne? Und hör mal, du wirst es nicht schaffen, das zu gucken, ohne nicht diesen Schmerz zu spüren, den die und die mussten das, glaube ich, 7-mal wiederholen. Der ist bald kaputt gegangen. So ist das Spiel. Man kann natürlich aber auch man kann über Pilze fahren auch und rufen, hui. Aber man kann theoretisch auch. Willst du jetzt auf meine Mario Kart Nein, ich gönne es dir von Herzen. Ich spiele Call of Duty. Call of Duty ist ja auch nur Mario Kart für Zyniker. Also, ja, stimmt. Es wird auch sehr viel gefahren in Call of Duty. Genau. Kann man fahren. Mit Quads wird viel zu wenig benutzt, finde ich übrigens. Aha. Ja. Das wäre mal ein schönes Crossover. Wird mir bei Team Deathmatch auch gar nicht erst angeboten. Könnten wir das aber nicht mal anleiern mit der Macht, die wir haben jetzt mit unserem Podcast, dass Call of Duty und Mario Kart mal zusammengelegt Mario Kart of Duty. Mario Kart of Duty. Sowas mal. Würde ich machen. Also 4 Meter nach dem Start würde eine Claymore stehen und dann könntest du das Spiel von vorne anfangen. So würde ich es machen. Ja, genau. Also ich glaube, dass würde wir sagen, im Super Mario Film wahrscheinlich so auf jeden Fall sehen werden. Ja, auf jeden Fall. Würde also sagen, Last of Us. Prolog fantastisch. Titel fantastisch. Oder? Das Soundtrack-Ding fantastisch. Die Musik ist die Originalmusik von diesem spanischen. Das Spiel ist natürlich ganz klar auch filmisch angelegt. Ja, natürlich, absolut. Wie Uncharted ja auch angelegt worden ist. Ich glaube, dass durch die Qualität dieser Serie, wenn die so bleibt, aber HBO macht es ja immer richtig eigentlich. Ja, ja. Sie machen es oft zu lang, aber sie machen es immer richtig. Dass durch die Qualität dieser Serie es einen riesigen Boom nochmal gibt auf den ersten Teil von Last of Us. Mhm. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Weil was du jetzt bekommst, ist für die Leute, die es nie gespielt haben, die gucken die Serie und stellen fest, ich kann für eine verhältnismäßig schmale Mark, wenn ich in 4 Jahren eine PlayStation 5 kriege, ist jetzt lieferbar. Ja, klar. Mhm. Du kannst es doch auch auf A4 spielen. Aber spielst du lieber auf A5. Spielst Remastered auf A5 und freu dich. Ja. Weil das ist wirklich toll. Und dann kannst du dieses Abenteuer interaktiv nacherleben, ohne jetzt groß Aussetzer zu kriegen. Und das muss natürlich auch ganz toll sein. Also, ich neide den Leuten, dass die das jetzt erst anfangen. Weil sie denken, wenn das Spiel so geil ist wie die Serie, mache ich das. Was mich interessiert, ist die Rolle, die von Anna Torf gespielt wird, wo ich mich ja sehr gefreut habe, sie wiederzusehen. Anna Torf. Die Tess spielt. Die war ja in Fringe, die Hauptrolle, die Olivia. Das waren ja immerhin auch 100 Folgen, die ich wirklich sehr, sehr geliebt habe, die Serie Fringe. Und sie hat auch in Mindhunters mitgespielt. Und sie spielt, ist das auch eine Rolle, die im Videospiel auch. Ja, genau, die kommt so vor und die wurde auch in der remasterten Version, wurde tatsächlich diese Figur vom Aussehen her angepasst und ich würde fast so weit gehen zu sagen, es geht so ein bisschen in ihrer Richtung. Nicht komplett, aber es geht. Ich möchte nur eine Sache noch warnen, falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, guckt euch bitte nicht die Besetzungsliste an bei IMDb, weil da steht natürlich auch drin, in wie vielen Folgen alle mitspielen. Ich freue mich sehr auf den Auftritt von Nick Offerman. Ja. Aber wie du im letzten Podcast, in unserem Live-Podcast mit Bernhard Holker ja schon gesagt hast, Gary, man sieht also, was so ein Virus, was so eine Pandemie, was so ein Chaos mit der Gesellschaft macht. Das ist ja auch das Interessante bei The Walking Dead. Das ist das eigentlich Interessante, weil wie das reagieren. Bis Staffel 7 war genau, das Interessante. Was passiert da jetzt eigentlich? Und wie du sagtest, wenn Corona jetzt ein Testdurchlauf war, dann sind wir ganz schön ins Knie gehobelt. Ja, ganz genau. Also, was ich noch mal abschließend sagen muss, ich war halt skeptisch bei Bella Ramsey, aber sie hat es tatsächlich wirklich gut umgesetzt, weil diese Figur der Ellie, die hat so einen schönen, rotzigen Humor, den Ashley Johnson wunderbar damals rübergebracht hat. Und da war ich skeptisch, ob die das so schafft. Ja. Aber ich muss sagen, sie hat das wirklich wunderbar gemacht. Und also ich bin jetzt komplett. Also alle sind eigentlich sehr zufrieden, was super gelesen habe. In Deutsch gesehen oder in Englisch? Sowohl als auch. Ich Sascha Rotermund spricht denn ja und ich hatte mit Sascha Rotermund vor einigen Wochen telefoniert. Da ging es um was anderes, nämlich eine Geschichte für mein Buch zu lesen und noch so ein anderes Ding. Und dann telefonierten wir erstmals, ich kannte ihn vorher nicht. Und dann hat er gesagt, was machst du jetzt noch so oder ne? Und ich habe gesagt, ja, ich werde jetzt gleich irgendwie auftreten und du? Ja, ich synchronisiere rum an so einer Serie, wie heißt sie? The Last of Us, weiß gar nicht, was hat ich so, Gott. Wie, du weißt nicht, was das ist. Das ist ein Meilenstein des Computerspiels. Das wird eine ganz fantastische Serie. Auch so, ja dann.
Na, das ist super. Das ist wie Martin Kessler, der, als ich den Trailer sah für Book of Boba Fett, und ich gesagt, oh, Martin spricht Martin Boba Fett. Und ich schrieb ihm, Mensch, das ist ja toll. Und er so, ja, ich kenne das alles nicht. Ich mache hier gerade The Bad Batch, ich rede dauernd mit mir selbst. das darf man einfach nicht vergessen. Es ist halt auch, es das ist sind halt auch Dienstleister. Aber wir freuen uns drauf. Dazu muss ich aber nochmal sagen, ich habe mir jetzt WoW geholt, auch dafür. Ja. Und die Benutzeroberfläche, das Menü von WoW ist ein Desaster. Ach, das der hätte die meine Version Fresse. Davor sehen sollen. Das war so ein bisschen wie ein Hellraiser, wo du dann so einen Würfel rumdrehen musst, damit geht dir das auch total auf den Sack da, diese eine Menüleiste, wo du auf diese Bilder gehst, auf diese Thumbnails und mit einmal öffnet sich das dann nochmal so. Ja. Das ist ganz schlimm. Verbesserung. Die haben auf dem iPad haben die noch einen separaten Player, den du runterlädst, der aber nichts kann. Ja. Also richtig, aber an sich, aber die haben halt zum Beispiel Gangs of London, Klammer auf. Ja. Meine momentane Lieblingsserie, muss ich sagen. Also jeden Tag ein neues Desaster. Ja. Ich gucke das liebe ich ja. Auf WoW gucke ich gerade die letzte Staffel von His Dark Materials, also der Golden Compass. Ja. Ist auch, da sieht man auch, das ist so toll, weil diese animierten Tiere, die sprechen, das ist so toll, das sieht so klasse aus. Also da ich kann empfehlen, White Lotus, aber du hast angefangen. Ich habe angefangen, bin jetzt bei Folge 3 der ersten Staffel. Du mochtest es nicht so. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist ja von dem Autor, der auch School of Rock geschrieben hat. Und der vor allen Dingen den Schneebly gespielt hat. Den Mr. Schneebly, genau. Ja, er heißt Schneebly übrigens. Schneebly. Es wird ausgesprochen Schneebly. Auch oft zitiert immer noch. Ja, ja. Er ist auch Schauspieler. Er ist auch Schauspieler. Und Michael White. Michael White, genau. Und ist es eine Komödie? Ach. Was ist es? Ich finde, es ist wirklich eine super, also eine neue Version von solchen Formaten wie damals Love Boat oder so. Sind wir bei Last of Us? Nee, wir sind bei White Lotus. Also wirklich, du hast normale Leute oder egozentrische Leute oder neurotische Leute an traumhaften Orten, weil das muss ja unglaublich teuer und Schloss weil die am Wörthersee. Ist genau andersrum, weißt du? Ja, ein Schloss am Wörthersee. Ja, sowas ist das im Grunde. Zum Beispiel Aluleiter. Ne? Aber ich kann dir sagen, da ist eine Szene drin. Gut, komm, ne? Da wirst du mit da dem sitzen, Rimming? Da wirst du sitzen und wirst denken, das machen die doch mit dem Rimming. Nicht ich sag nichts. Ja, ich hab das schon was. Ich hab da. Aber ich guck's mir auf jeden Fall. Die zweite Staffel hat mit der ersten nichts zu tun, oder? Naja, es spielt eine Figur spielt damit. Okay. Die Jennifer Coolidge, die jetzt eine wunderbare, da kommen wir jetzt gleich zu der Dings. Ich will erst noch über Gangs of London reden. Ach ja, Entschuldigung. Gangs of London, Entschuldigung. Wir haben das ja auch rochen. Es ist ja auch eine Videospielverfilmung im weitesten Sinne. Ist es das? Based on a Videospiel named Gangs of London. Ja. Nicht, dass du das merkst, weil es ist sauber erzählt. Es ist wirklich überaus angenehm gewalttätig. Da wird auch selten mal weggeschwenkt. Nasenbeinbruch sieht auch mal aus wie ein Nasenbeinbruch. Wenn du sehen willst, wie von einer Handgranate in Luft gesprengt wird, ist das deine Serie? Wann spielt die? Ist das, oder geht die das schon Richtung? Die spielt im Prinzip optisch letzten Mittwoch. Das spielt in London jetzt. Also so wie Slow Horses, so ein bisschen. So ein bisschen? Nicht wie Slow Horses, sondern wie Slow Horses auf Crack. Okay. Ja. Slow Horses ist ja wirklich auch ein slowes Horse. Ja, weißt du, da ist der Name Programm. Genau. Und das ist mehr so wie ein Wildschwein auf Amphetamin. Ja, ja, also Henry hat die auch gesehen. Also mir war die... Henry? Mein Sohn. Der meinte auch, also so viel Gewalt hätte er noch nie in der Fernsehserie gesehen. Nee. Da ist... Okay. Walking Dead ist da ein Spaziergang gegen. Also aufs Maul. Aufs Maul so die Serie. Sozusagen. Aber Gangs of London, stimmt, das war ein Video. Ja, ein Videospiel, aber mehr so ein Halbsimulations-Videospiel. Mehr so in Richtung GTA, wo du auch so quer durch London, das war nämlich damals... Absperr die Straße schön. Ganz genau, das war nämlich damals der UIP, der USP, der Unique Selling Point, dass sie praktisch ganz London digitalisiert haben und du da wirklich in Echtzeit durch die Gegend preschen konntest. Auch aber eine Serie, die funktioniert. Vor allen Dingen, weil ich das Spiel überhaupt nicht auf dem Zettel habe. Nee, hatte ich jetzt auch nicht mehr. Wenn du die eine Serie funktioniert, weil ich das Spiel nicht kenne, und die andere Serie funktioniert, weil ich das Spiel. Ja, Also ist schon faszinierend. Ja. Ein Faszinosum. Ja. Faszinoid. Thorsten hier hat anwesend hat The Offer gesehen. Ich habe The Offer gesehen. Aber auch. Ja. Ihr also beiden, nicht ganz. Beiden habt die Offer gesehen. Auf das ist Paramount auf Plus. Ja, ich habe mir gedacht, warum sollte ich das Paramount Plus nochmal zubuchen? Und dann stell dich fest, erstmal wegen Yellowstone, eine Serie, die für meinen Geschmack überhaupt nicht aus dem Arsch kommt. Kevin ich liebe Kevin Costner.
Aber es ist mir sehr... Ein Mörderhit, ne? In Amerika. Mhm. Immer noch. So ein Mörderhit, dass jetzt vor Spin-Offs kaum laufen kann. Ja, ja. Da spielt der eins 1162 unter Höhlenmenschen und eins dann 100 Jahre davor. Und dann genau. Der Schwiebschwager von dem Pferd kriegt auch noch einen... Aber ist okay. Kevin Costner auf jeden Fall trägt gut sitzende Wattejacken, fliegt mit dem Hubschrauber die Ländereien ab. Und generell ist er der Patriarch. Aber es ist nicht bei Manza. Bitte was? Es ist nicht Bonanza. Man könnte es ja meinen vom Setup. Nee, niemand sagt, reparier den Zaun an der Südseite, Jim Bob. Ich fahre mit Grandpa in die Stadt Zucker holen. Aber es ist... Fanny Wartons. Ja, jeder hat ein Gewehr, es läuft. Ja, ist doch papalapap. Das ist einer derselbe. Bin mir sicher, dass sie auch im selben Dorf gewohnt haben. Ja, ja. Gleicher Bezirk. Und haben sich mal ein Pissen getroffen im Saloon. Ne? Na, das wäre ein geiles Crossover. John Boy, du Lauch. Halt die Fresse, Hoss. Bulli. Und dann habe ich The Offer gesehen, die Entstehungsgeschichte quasi von Der Pate. Mhm. Dem Film Der Pate natürlich und auch dem Buch irgendwie, das binnen 20 Minuten geschrieben wird. War das nicht das Witzigste überhaupt? Ja. Ich habe zugegebenermaßen nur den Pilotfilm gesehen, also die erste Folge, und ich musste so grinsen, weil wie die Abläufe, wie da plötzlich, ich bin Architekt, ich will Filmproduzent werden, ja, ist doch super, produziere doch den nächsten Robert Redford-Film, geht um Motorräder, ja, okay, mache ich, oh, schade, leider nichts geworden, Flop, aber du darfst jetzt den Paten. Aber so ist es damals gewesen, ich habe die Biografie von Robert Evans gelesen, damals ein großer... Hast du die Dokumentation gesehen, die darauf basiert? The Kid Stays in the Picture? Ja, und wer hat die gedreht? Was Brad nicht? Morgan. Brad Morgan, Regisseur von Moonage Daydream. Ah, okay. Aber jetzt lass uns mal beim Thema bleiben. Das ist aber tatsächlich das, was Schreiner oft sagen. Ja, ja. Brad Morgan, weil heute haben alle Läden zu. Wir möchten... Was? Ich habe... Ach so, jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich mir überlegt, was ist jetzt? Dann klammern wir aus und reichen es im Deutschen Comedy-Preis ein. Ich habe... ist das ein Ruhepuls, der da angezeigt wird, oder machen wir schon seit 63 Minuten? Ja. Seit 63 Minuten sitzen wir jetzt hier. Die Serie dauert auf Uhr. Die wird immer besser. Die Leute werden gekannt. Es gibt nur Probleme. Die Mafia gespielt, also die gesamte Mafia wird gespielt von Giovanni Ribisi und Konsorten. Der ja durch Scientology sich auch gut auskennt, was Mafia ist. Ja, aber er spielt mal wieder Giovanni Ribisi. Und ich sage den Namen auch gerne. Spielt Giovanni Ribisi. Giovanni Ribisi, was ist das? Gehackt ist auch drin. Das ist Ribisi, sag es gerne. Nein, meine Frau ist eine geborene. geborene Mafia. Na, es ist eine geborene Brisi. Ah. Da fehlt das Ribisi. Ribisi. Ja, Brisi. Aber Ribisi sind in Österreich irgendwelche Frucht, glaube ich, Dinger. Unsere österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ribisi, Paradeiser und dann Erdäpfel. Die haben ja. Okay, und es gibt viele Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten. Es fängt damit an, dass das Miles Teller, der Miles Teller ist, kriegst du bei der Lufthansa, wenn du lange geflogen bist, kriegst du Geschirr von denen. Das sind die sogenannten Miles Teller. Jetzt ist es auch wirklich gut. Oder ein Miles Bier. Also der spielt mit seinem üblich verhärteten Fimo-Gesicht, aber guter Schauspieler. Ist er auch hartkäsig unterwegs? Er ist hartkäsig unterwegs, einen dichten Haaransatz. Und der wirklich extrem joviale und fluffige Robert Evans, der sagt ihm ja, produzieren den Film, der darf aber nicht teurer sein, das ist irgendwie 6 oder 8 Millionen Dollar. Und es gibt alles. Es geht vom, was ist mit dem Pferdekopf und warum will, wie kommt ihr darauf? Also Dingenskirchen ist ein Psychopath, Marlon Brando, und die Mafia mischt sich ein. Und Frank Sinatra sagt, auf keinen Fall dreht den Film darüber, wo erzählt wird, dass meine Frau eine Schlampe ist und ich jetzt diese Filmrolle habe. Bla, bla, bla. Und das ist wirklich ganz... Das war Sinatra? Das war natürlich klar angelehnt im Buch an Sinatra, Johnny Fontaine. Ja. Was Sinatra nicht lustig fand. Sinatra kommt auch vor, als patziges Arschloch. Alle kommen vor. Tatsächlich. Also das ist ziemlich gut gemacht. Ich kann mich damals erinnern, als ich das erste Mal den Paten gesehen habe, und da hat mein Vater mich sofort darauf hingewiesen. Meinte, das basiert auf Frank Sinatra. Das haben sie natürlich, das wird auch da erklärt. Natürlich oder sehr nee, auf Dean Martin hat er mir damals erzählt. Nein, auf Frank Sinatra. Wahrscheinlich auf Sammy Davis Jr. Frank Sinatra war damals mit Ava Gardner zusammen. Ja. Das ist die Geschichte, das wird da zwar nicht erzählt, aber ich kenne sie halt. War mit Ava Gardner zusammen, die von Frank dann doch nicht mehr ganz so viel hielt und ein bisschen promiskuitiv unterwegs war. Und er wollte unbedingt, weil er ein Karriereloch hatte, verdammt in alle Ewigkeit, den Joe DiMaggio
den Maggio spielen. Maggio, Nebenrolle. Was dann, aber. Und dann haben die gesagt, im Leben spielst du nicht den Maggio in verdammt in alle Ewigkeit, du Fickfrosch. Und dann hat er lange interveniert und da auch Blumen hingeschickt und Bibabo. Und irgendwann haben sie gesagt, ja gut, okay, wenn ihr habt mir, ihr seid mir jetzt lange genug auf den Sack gegangen, kann er machen. Bums, Oscar, beste Nebenrolle. Ein Jahr später. Ja, ja. Und das ist, und daraufhin hat er das fußen lassen, so ein bisschen. Aber das war unnötig. Der Johnny Fontaine ist eigentlich nur der Einstieg in so Sache, um zu zeigen, wie der Hebel Mafia funktioniert. Abgetrennter Pferdekopf, überlegst du noch mal einen schönen Tag auch. Das war ja ein teures Rennpferd und so von dem Studio. Eine der legendärsten Sequenzen in der Filmgeschichte. Ja, absolut. Also gucken die Serie, wenn man sowas mag. Ja, das ist das. Das Schöne ist, als die Serie rauskam, ich war auch sehr erwartungsfreudig, aber dann kamen die ganzen Kritiken rein und sagten, das ist alles nicht toll, das ist irgendwie zu sehr auf den Produzenten gemünzt. Es basiert ja auf der Geschichte auch von ihm und es ist alles nur einseitig und so weiter. Aber wenn ihr beiden sagt, nee, das ist auf jeden Fall... Nee, guck's dir an. Es ist jetzt natürlich nicht, dass du sagst, oh ja, okay, das habe ich zu einem anderen Menschen gemacht. Werden wir denn auch das Making-of von der Pate 2 vielleicht? Das weiß ich nicht. Naja, nee, das wird da schon... Guckst dir an, okay. Das wird da schon abgehakt. Aber was ich finde, ist, so eine Serie, ich hoffe, dass die ein Erfolg geworden ist, weil sowas möchte ich tatsächlich sehen von der Entstehungsgeschichte von Jaws. Das muss ein großer Spaß sein. Ja. Also da werden wir noch mal drüber reden, über Jaws und über Spielberg. Und es gibt ja, wie du mich darauf hingewiesen hast, dieses Stück, The Shore is Broken, the Shark is Broken, ja, ja. Wo dann der Sohn von Robert Shaw Vater spielt. Und das ganze Theaterstück spielt praktisch in der Kulisse von der Orca, also von dem Boot. Und sie warten einfach darauf, dass der Hai wieder funktioniert und weitergedreht werden kann. Übrigens, kennst du diese super Story mit Frank Sinatra und Don Rickles? Welche? Es gibt, Don Rickles war... bei Johnny Carson? Nee, war ein großartiger Komiker. Und so ein, wie nennt man ihn? Heckler. Roaster. Ein Roaster, ganz genau. Professionell beleidigt, aber immer auf eine charmante Art. Irgendwie so. Ja, so, ne? Don Rickles war gut. Ja. Und Don Rickles war befreundet mit Frank Sinatra und ist mit einer jungen Frau ausgegangen. Don Rickles, da war er auch noch sehr viel jünger, als er... Dann später. War, als er starb. Nein, auf jeden Fall. Er wollte Eindruck schinden und ist zu Frank rübergegangen und gesagt, Frank, hör mal, tust mir einen Gefallen. Wenn ich hier gleich mit dem Mädel sitze, kannst du mal rüberkommen und einfach dich mir einfach nur mal guten Abend sagen und mir die Hand schütteln und so. Ne? Und dann meinte er, mach ich nicht so gerne. Ach komm, für mich. Ne? Sagt er, ja, okay, mache ich. Ne? Und er saß dann da mit dieser Frau und Frank Sinatra ist dann rübergekommen und meinte, hi, Don. Und Don Rickles sagte, Mensch, Frank, geh mir total auf den Sack irgendwie. Ich sitze hier mit dieser jungen Frau und... ich habe mich kaputt gelacht, als er das so erstmal erzählt hat. Und hat Frank Sinatra total zusammengeschissen. Das Meine Lieblingsgeschichte von Frank Sinatra war, dass sie feststellen, dass Rat Pack, dass Sammy Davis Jr. viel zu viel Geld für Killefit ausgibt. Die ganze Zeit. Und dass die Einnahmen dieser Las Vegas-Show, die sie gemacht haben, einfach nicht mehr ausgereicht haben, um den Lebensstandard von Sammy Davis Jr. zu decken. Ja. Also Sinatra hingegangen hat gesagt, pass mal auf, vielleicht, es wäre gut, wenn du für einige Monate etwas weniger Killefit kaufen würdest. Dieser ganze Bullshit mit Gold, Silber, Blumen, Anzüge, schalt ein bisschen zurück. Und erhöhe dein, ne, dann kommt das Geld auch wieder rein. Hör auf mit dem Quatsch. Bitte, vernünftig. Und da hat er gesagt, das nehme ich mir zu Herzen. Und abends kam dann Frank Sinatra in seine Suite. Und da lag dann so ein Dupont-Feuerzeug mit Brillanten besetzt und rückseitig war eingraviert. Danke für den Tipp, Sammy. Und das ist halt, liebe die Geschichte. Kennt ihr den Auftritt von Katharina Valente übrigens? Ja, selbstverständlich. Nicht tot, gerade Geburtstag. Katharina Valente ist... Wie alt ist sie geworden, die Dame? Sie ist über 90 und sie ist aktiv auf Facebook tatsächlich. Sie hat sich bedankt mit einem neuen Foto. Den Auftritt von Katharina Valente, gibt glaube ich 2 oder 3, mit Dean Martin. Mit Dean Martin, klar. Oh mein Gott. Und dann weißt du erstmal, was für ein Hammer-Talent diese Frau ist. Katharina Valente war vor allem ein Weltstar. Ja, ein Weltstar. Mehrsprachiger Weltstar. Ist sie immer noch. Wie sie Dean Martin mit die flirten miteinander, aber auf so eine charmante Art, dieses Lied, was sie da singen zusammen, ganz großartig. Ja. Wunderbar, Katharina Valente. So. Also die Offer? Ja, Offer. Ich sage ja. Ist auch Paramount Plus gucken. Genau. Sein Angebot, das ihr nicht ablehnt. Also Glass Onion. Der zweite Teil von, also die Fortsetzung
das Knives Out-Universum ist jetzt expanded. Worüber habe ich mich gefreut? Rian Johnson. Ich habe mich gefreut über drei Dinge. Ich habe mich gefreut natürlich über den Ermittler Blanc, gespielt von Daniel Craig. Offensichtlich schwul, ganz fantastisch, liegt in der Badewanne, konnte ich nachvollziehen. Ich habe mich sehr gefreut über Hugh Grant. Das fand ich schön. Hugh Grant war auch ein sehr schöner Auftritt. Hugh Grant war sehr schön. Ja. Ich habe mich sehr gefreut über die von Philip Glass komponierte Musik, wenn man so zu jeder vollen Stunde, was ja in Wirklichkeit, von wem war das nochmal? Von Andrew Garfield, glaube ich, gemacht. Irgendein bekannter Schauspieler hat es gemacht. Papalapap. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es in The Glass Onion dieser Kneipe spielt, wo sie alle Dinge Edward Norton kennenlernen. Ach so, ja, ja. Ja. Und da trägt er exakt die gleichen Klamotten wie Tom Cruise in Magnolia. Ah, ja, ja. Er trägt eine Weste, hat die Haare genau gleich, hat das Hemd genau gleich, hat die Haare genau gleich, trägt alles, was auch Tom Cruise trägt, als eben dieser Influencer. Was interessant ist, was interessant ist. Da sind sowieso einige Easter Eggs sowieso auch eingebaut. Sehr viele Easter Eggs drin. Es ist keine Whodunit-Geschichte. Nee. Sie ist zu schwach ausgeprägt, im Whodunit, zu stark in den Charakteren, zu viele davon. Ja. Naja, es wird ab Mitte hin irrelevant, wer hier wen versucht hat zu erschießen oder auch nicht. Das war ja aber auch schon bei Knives Out der Fall. Das ist ja das, was so ein Film, so eine Whodunit-Geschichte, die wir jetzt x-mal auch gesehen haben, Agatha Christie, Edgar Wallace und so weiter, Edgar Wallace nicht, aber so in die Richtung, dass da dieser narrative Kniff drin ist, ähnlich wie auch ja Monk oder bei Columbo, man immer wusste, wer es war. Ja. Nur wie kommt man, wie werden die Leute dann überführt? Erzählerisch nicht überzeugt, auch das mit der dick aufgetragenen Mona Lisa nicht. Ja, völliger Unfug. auch das schlecht gealterte Kanye West-Bild, das da hängt. Das fiel mir auch auf. Das habe ich auch gesehen. Das war sehr schön. Ansonsten Kostümbild ganz fantastisch. Speziell Daniel Craig ist so fantastisch angezogen. Ich würde diese Farben nie tragen, aber es ist alles super, was er trägt. Ja. Aber ich glaube, ich höre da was raus bei dir, was ich auch finde. Das ganze Geld und der ganze Hype hat dieser Geschichte dem Film nicht gut getan. Zu viel. Ja, die Insel ist schon geil, zu sagen, man kann nur bei Scheiß Abbott den am Banksy überhaupt anlegen. Total dämlich, ja. Fand ich schon gut. Es war toll ausgestattet, aber für nichts. Ja. Naja, also ich meine, Rian Johnson, der hat ja, heißt er Rian Johnson? Rian Johnson. Der hat ja immer, ein Oberthema in seinen Filmen ist ja immer Eat the Rich, also die Reichen sind immer kacke. Da im ersten Knives Out war es, Chris Evans. The Old Money und hier ist es jetzt New Money, weil die Rolle gespielt von Edward Norton ist ja eindeutig Elon Musk oder überhaupt solchen Typen, die wir praktisch so die auch die ab einem gewissen Level auch alle gleich sind, da kannst du einen Eye drauf geben. Die wir so als Genies und als wer weiß was so hinstellen und in Wirklichkeit sind es alles irgendwelche Hi-O-Pies, wie es sich jetzt über Elon Musk auch sich herausstellt. Sind halt sozial und emotional verkümmerte Menschen. Ja, wenn du dir alles kaufen kannst und alles bekommst, was du möchtest, wenn du laut genug in die Hände klatscht. Diese Menschen haben aufgehört, sich weiterzuentwickeln, vor Jahren bereits. Genau, also das Problem ist ja, Hitchcock hatte schon damals gesagt, er mag keine Whodunits, weil er findet die langweilig irgendwie. Ja. Und, und auch ich muss sagen, dass ich schon eigentlich immer schon gesehen habe, okay, es sind immer die gleichen, es sind immer super unsympathische Leute und der getötet wird, ist der unsympathischste und wer hat dann getötet, weil jeder hat einen Grund gehabt. So. Hier war das ja nochmal ein bisschen was anderes. Hier hat Rian Johnson hat versucht, zu dem Whodunit nochmal Suspense praktisch dazu zu bringen. Also für mich hat das, ich habe mich gut amüsiert, für mich hat das gut hingehauen. Du bist nicht eingeschlafen. Ich bin nicht eingeschlafen. Es hat sehr ähnliche weibliche Hauptfiguren wie in Knives Out. Ja. Und ich mochte das eigentlich. Ich mochte auch so. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, war zum Schluss aber gelinde enttäuscht von irgendwelchen Twists. Hier mir. Da hieß es, da werden Mörder irgendwelche Twists. Und naja, es wird ja noch eingeben. Aber trotzdem war der. Also der war schön. Ich glaube, die Schauspieler und alle hatten ein bisschen mehr Spaß als das Publikum. Ja. Also, was ich sagen kann, ist, solche Sachen zu konstruieren. Ne? Und ich meine, und das sage ich als Cobra
ehemaliger Cobra 11 Autor. Ja. Da hatten wir ja auch immer irgendwelche... Du bist immer Cobra 11 Autor Nein. sein. Pass auf, das Problem ist, das ist wirklich die Königsklasse, das zu schreiben. Weil du musst es ja immer aus verschiedenen Perspektiven schreiben, so dass das Crime einen Sinn ergibt und du nicht hinterher sagst, Moment mal, aber das kann der doch gar nicht gewesen sein, weil der war doch zu dem und dem Zeitpunkt war der doch da. Also du musst das immer so schreiben, das ist echt die Königsklasse. Und dass der da so ein, der Rian Johnson so einen Spaß dran hat, Respekt, muss ich wirklich sagen. Ja, und, also ein richtig gutes Whodunit ist See How They Run, das kann man auf Disney Plus gucken, mit Sam Rockwell und Saoirse Ronan. Das da auch wieder Dietmar Wunder, ja, als Synchronschauspieler für Sam Rockwell. Und das ist ein Film, der spielt. Sam Rockwell spielt mit und Daniel Craig spielen mit. Nein. Daniel Craig ist in Glass Onion und wird gesprochen von Dietmar Wunder und Dietmar Wunder spricht Sam Rockwell in Sam Rockwell. Ich hatte an einem Tag tatsächlich Dietmar Wunder, als wir dieses Sinclair Event hatten, hat er gesagt, es sind jetzt gerade zwei Filme mit mir raus. Und er macht beides super. Macht beides natürlich total super. Also Sam Rockwell. Klasse wie immer, Saoirse Ronan. Ich sag jetzt immer Saoirse. Ja, ihr Name ist wirklich. Es ist einfach ein Film, der spielt in den 50er Jahren in London. Es geht um die Mausefalle, The Mousetrap von Agatha Christie. Mhm. Und dabei wird jemand umgebracht. Es geht ums Filmbusiness, es geht ums Theaterbusiness. Der Film ist 90 Minuten lang und hat wenn ich jetzt sage Twist, also solche Filme haben ja immer irgendwo einen Twist und macht richtig Spaß. Ausstattung ist toll. Es ist ein richtig schöner Film. Empfehlung von mir. Anders als Amsterdam, da muss ich doch sagen, das war mir dann doch trotz Christian Bale und trotz Margot Robbie und De Niro und Mike Myers, das war mir zu viel Style over Content. Also das war mir zu. Definier mal bitte Style over Content. Naja, wenn der Film eine so große Ausstattung hat und so viele tolle Schauspieler dabei sind und die Kostüme und alles ist irgendwie stimmig, aber die Geschichte ist dann doch so dünn, dass man dann denkt so, okay, das war jetzt sehr viel Aufwand für relativ wenig Inhalt. Ja. So, und Christian Bale ist super lustig. Er hat ja mal, glaube ich, von sich behauptet, er könnte gar nicht Comedy machen. Das stimmt nicht. Er hat also ein Glasauge, das Bild, was ich euch geschickt habe. Schon wieder. Wo hat er denn noch eins gehabt? The Big Short. Ah, The Big Short, ja. Genau. Ja, stimmt. Na, ist wirklich sehr nicht, dass er festgelegt wird auf Glasaugenrollen. Um Gottes Willen. Aber Michael Shannon und Mike Myers zusammen sind auch lustig. Christian Bale ist die ganze Zeit in so einem De Niro-Modus. Er macht die ganze Zeit so, bis er dann auf De Niro trifft. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Absicht. Aber der Film ist einfach zu lang und dafür ist das Payoff, also das, was man dann am Ende dann bekommt. Wo ist der denn? Wenig. Ich habe ihn nicht gesehen, du auch nicht. Der ist auf Disney Plus. Ja, ich weiß, aber wo ist der denn genremäßig verankert? Genre, würde man auch mal sagen. Das spielt nach dem Ersten Weltkrieg, zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Nein, aber ist es ein Heistfilm? Zwischen dem Ersten Weltkrieg und jetzt. In diesem Zeitraum. Nee, ist kein Heistfilm, es geht um ein Verbrechen. Es geht auch darum, Er heißt Film. Aber es ist kein Heistfilm. Ne? Gut ausgestattet, alles aber auch. Naja, und dann möchte ich gerne über den anderen Christian Bale-Film sprechen, den ich gesehen habe, nämlich The Pale Blue Eye. Den habe ich auch gesehen. Den habe ich im Original gesehen. Ist dir aufgefallen, dass Christian Bale mittlerweile so spricht wie David Nathan? Also im Original. Es wurde auch Zeit. Man hört die ganze Zeit, es ist wirklich so weit, dass man Christian Bale sieht und David Nathan hört. Selbst im Englischen. Ja, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, weil meine Frau dem Englischen nicht so mächtig ist. Und ich hatte aber trotzdem Spaß gehabt, weil da spricht ihn ja... David Nathan. Immer noch. Hast du gerade ein Gespräch teilgenommen? Ja, gut. Ich weiß auch nicht, hast du gerade zwischendurch mal... Naja, auf jeden Fall... neu gebootet so. Auf jeden Fall. Hat mir gut gefallen, ein bisschen viel Schnee. Das hat mich so bei der Spion, der mich liebte, gestört. Ich fand das so toll, man wirklich sieht, dass es in der freien Natur aufgenommen worden ist. Das war schon ein toller Film, der auch noch einen interessanten Kniff am Ende hat. Genau. Hat einen interessanten Kniff, hast du Robert Duvall erkannt? Nee. Robert Duvall war der alte Mann in der Hütte. Der war der alte, ja, ich der will alte den Arzt. Film noch gucken. Ja, aber das ist Robert Duvall. Also er hat auch eine tolle Besitzung. Du hast Gillian Anderson, du hast Toby Jones. Anderson natürlich. Ja, quasi als, ja, 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 wieder war als auch der alte Mann in der Hütte. Quasi wieder als Margaret Thatcher. Und natürlich der Star des Films ist natürlich Harry Melling als Edgar Allan Poe. Ja, der Dursley. Dudley Dursley, der zwischendurch immer mal wieder auftaucht. Der sprechende Hamster. Dudley Dursley.
Er tauchte ja auf in Queen's Gambit, in Damen Gambit war er dabei und in diesem Film, wo Charlize Theron diese Unsterbliche spielt, dieser Netflix-Film. Ach so, The Old Guard. The Old Guard, wo er auch diesen Böse spielt. Und dieser Typ hat eine, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, und ich meine das auch nicht despektierlich, der Typ hat eine so geile Fresse und er sieht auch nicht mehr aus wie Dudley Dursley. Er sieht wirklich, es gibt ja von Edgar Allan Poe, ich bin ein großer Edgar Allan Poe-Fan. Und jetzt mal die ganzen politischen Sachen und dass der Typ halt auch einen an der Klatsche hatte, aber die Geschichten, das war schon toll. Das wird ja da in dem Film schon angedeutet, dass der so ein bisschen speziell ist, sagen wir mal. Aber so. Der hat wirklich diese Physiognomie von ihm, das ist wirklich, es gibt nur zwei, glaube ich, nur zwei Fotografien von Edgar Allan Poe und er sieht wirklich gut gecastet. Und auch die Elemente der Poe-Geschichten, die da noch drin sind, also da ist ja auch ein bisschen House of Usher ist ja drin und Leonora und so. Also das ist schon, also für einen Poe-Fan. Ich kenne alle. Schon mit Kindesbeinen habe ich alles von Poe gelesen. Ja. Unglaublich. Kann man nichts nachdenken. Großartig. Nee. Super. Kennst du die Hörspielserie mit Ulrich Pleitgen? Die Edgar Allan Poe-Serie? Ich habe die Bücher gelesen, es gab. Die Serie ist ganz, ganz fantastisch. Ist ganz toll. Also da spielt auch, ist auch eine ähnliche Geschichte. Spricht Ulrich Pleitgen Poe. Also der dann quasi die Geschichten selber nochmal erlebt. Es ist eine durchgehende Handlung, ist eine Serie, ich weiß gar nicht, wo sie erschienen ist. Also er spricht Poe, nicht Poe aus Kung Fu Panda. Nee. Ich wollte dich einfach mal eine Aussprache. Es ist eine Hörspielserie, die jeweils eine Geschichte von Edgar Allan Poe behandelt. Sehr zu empfehlen. Übrigens, ganz kurz, wo wir gerade bei Hörspielen sind. Ja. Ich habe eine Empfehlung bekommen von einem befreundeten Hörspielfan namens Bastian Pastewka, genau. Mhm. Und zwar die Serie Mia Insomnia ist zu hören in der ARD Audiothek, 10 Folgen auf 25 Minuten. Handelt von einer Frau, die eine alte Hörspielkassette meint zu finden oder meint zu kennen. Das ist eine alte Serie in den 80ern, die heißt Die Geisterjäger. Ist natürlich nichts anderes als die drei Fragezeichen. Bastian spricht den Justus Jonas Character. Und sie meint, diese eine Folge, die Insomnia heißt, gehört zu haben. Der Kniff ist aber, die Folge gab es nie. Und das Ganze ist also ein Mystery, spielt mit dieser Kassetten-Ästhetik. Und in der zweiten Folge hört sie diese Kassette in dem Sound, wie so eine Kassette jetzt klingen würde. Ganz toll gemacht, Mia Insomnia, 10 das Folgen. Das ist dieser Nelson-Mandela-Effekt. Genau, es geht auch um den Mandela-Effekt, genau. Ja, ganz richtig. Ganz, ganz fantastisch. Eine weitere, wir kommen gleich, oder wollen wir über White Noise reden? Du hast White Noise gesehen. Ich habe White Noise gesehen. Komisch, ne? Oder? Ja. Strange. Schräger Film. Erst habe ich gedacht, es ist eine Parabel auf die Pandemie, aber dann wurde mir klar, nee, das Buch ist aus den 80ern. Nee, das war mal wieder ein Film, der wo das Marketing, also der Trailer praktisch völlig irreführend war. Ja, weil ich habe wirklich gedacht, die schrillen Vier auf Achse treffen auf Virus. Die Griswolds meet the pandemic. Ja, meet the pandemic. Das hatte ich mit der Soldat James Ryan. Da dachte ich mir, was ist denn das für eine Wix-Tom Hanks-Komödie? So auf den Sack gegangen. Nein, aber das war ein schräger Film. Aber warte mal, in dem Zusammenhang möchte ich jetzt mal. Hast du den gesehen? Nee. White Noise. Sag mal, die Supermarktkette A und P. War das nicht eine Supermarktkette, die es hier mal gab? Das gab es hier, ja. Deswegen, das spielt eine zentrale Rolle in dem Film. Und ich habe gedacht, sag mal, das kenne ich doch. Also der Abspann ist super. Der Abspann, dieses Abspann ist total geil. Gefällt mir Da steckt auch so viel Symbolik drin irgendwie. Das ist wieder so ein Film, weißt du, da brauchst du erstmal 5 YouTube-Videos, die dir das erstmal erklären. Worum geht es eigentlich konkret? Ja. So, ne? Und es ist aber trotzdem auf kurioser Weise sehr unterhaltsam. Und auch sehenswert. Fandst du nicht den Bruch irgendwie, dass es auf einmal ein anderer Film wird? Ja. In dem Moment, wo Lars Eidinger auftaucht und Barbara Sukowa, denkst du, hä, was ist jetzt? Die atheistischen Nonnen. Ja, sehr schön, ja. Ja, wir haben noch Cookies Fortune gesehen im Kino. Was ist denn Cookies Fortune? Mit Jason Stratmann, mit der neue Guy Ritchie. Ach so, mit Jason Stratmann. Ja, ich denke immer an Stratmann. Also der Jason Stratmann. Ja. Also, der beste Jason Statham-Darsteller, den es gibt. Der ist ja wirklich, der spielt ja konsequent seit Anfang seiner Karriere immer sich selber. Oder immer diese Figur. Das ist ja, Figur. Er hat natürlich ins I Spy oder mit Melissa McCarthy hat er natürlich das mal eben persifliert. Sehr schön. Ohne es direkt zu persiflieren. Wo hat er denn nochmal die Perücke auf? Es gibt auch einen Film, wo er so. Revolver. Revolver hat er die Haare. Der ist tatsächlich so ein bisschen anders, aber sonst ist das immer. Aber ich sag mal so, das ist so eine kleine Version von Mission Impossible, von James Bond.
Ich finde, Aubrey Plaza hat Aubrey für mich Plaza und Hugh Grant vor allen Dingen retten diesen Film. Hugh Grant mal wieder at his best. Don't be so cunty, sag ich nur. Es ist leider nicht The Gentleman, aber es ist The Gentleman ist, jedes Mal, wenn du den guckst, wird der besser. Das ist ein gutes Bild. Matthew McConaughey, das dürfte ja gar nicht funktionieren, wird jedes Mal Wir kommen gleich zur Mystery Box, aber we have to talk about the elephant in the room. Ladies Thorsten, and gentlemen. Was ist los? Ihr könnt mich mal. So. Pisser. Bitteschön. Ja. Reden wir über Avatar. Wir reden über Avatar 2. Also, The Way of Water. Beziehungsweise Style over Content 2. Der Film definiert Style over Content neu. Genau. Warum? Also während ich jetzt hier sitze, gucke ich noch den Schluss. Ja. Weil dieser Film dauert einen Tag. Ja. Die Handlung indes ist schnell erzählt. Stephen Lang kommt. Du musst den Film jetzt nicht komplett. Lang kommt. Pass auf, es gibt Pandora. Es gibt Pandora, einerseits eine Büchse, andererseits ein Planet. Dann gibt es Navi, einerseits ein Gerät, andererseits der Stamm von blauen Schwänzlingen. Die wohnen alle zusammen. Und Sully. Genau wie das Sully gespielt. Monster aus Monster Inc. Genau. Und wie der Pilot, der auf dem, Hudson River gelandet ist. Genau. Hudson schon erwähnt. Ich kann den Film dann vielleicht in einem Wort zusammenfassen. Überflüssig. Naja, ist nicht. Überflüssig. Pass auf, dieser Film ist technisch natürlich state of the art. Ist nichts anderes als der erste. Er ist besser gemacht. Man hat jetzt die Mimik ein bisschen besser raus. Winslet war 7 Minuten unter Wasser für diesen Film. Wo sieht man das bitte schön? Es ist ein Film, wo das Making-of interessanter sein wird als der Film selbst. Also. 3 fucking Stunden. Dieser Film blockiert andere Filme im Kino. Ja, es ist ein Erfolg. Aber der Film kann in Kinos nur 2-mal am Tag gezeigt werden. Was? Und deswegen können andere Filme. Das reicht auch. Aber was bitte, wenn dieser Film, ich komme dir entgegen, Gary, ich weiß, du mochtest den Film, wenn der Film 1 Stunde kürzer gewesen wäre, wenn ich weniger Bildschirmschoner gehabt hätte von National Geographic, hätte ich gesagt, okay, kann man machen, 3D, alles klar. Aber warum muss ich 3 Stunden lang mir das angucken, Gary? Was sollte die Scheiße mit dem Wal? Bitte. Also, dann muss ich jetzt mal gegenfragen. Was genau wirfst du dem Film vor? Weil dass er 3 Stunden lang ist. Ja, aber dann geh doch nicht in Avatar. 3 Stunden? Weil den kannst du in 2 Stunden erzählen. Nein, das ist doch überhaupt nicht wahr. Den kannst du in einer Stunde erzählen. Aber es ist besser, der Film wäre 2 Stunden. Pass mal auf. Ja. Der Film erzählt diese Geschichte dieser Familie konsequent weiter. Ach. Wir sehen im ersten Teil, sehen wir Sully praktisch, wie er zum Anführer wird und wie er, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du der Handlung positiv entgegengestellt bist, dass du dem Universum positiv entgegengestellt bist. Ja, bin ich. Okay, in der ersten Handlung ging es darum, in dem ersten Film ging es darum, dass er zum Anführer wird. So, in der zweiten Handlung erlernen wir ihn als Familienvater kennen, der aus Angst handelt. Verstehst du? Der seine Familien, der mittlerweile 5 Familien und 5 Kinder hat, die er beschützen muss und die sich deswegen zurückzieht, also aus Angst handelt. So, und dann sehen wir im Fokus stehen seine Teenager-Kinder, die ihn in Bredouille bringen, die ihn immer wieder in Bredouille bringen. Ja. Was ist da dran? Was wirfst du dem Film genau vor? 3 Stunden. Ich wiederhole mich ungern, Gary. Warum muss ich mir dafür 3 Stunden lang das geben? Naja, aber wenn du eine Karte für den Film Avatar löst, dann willst du doch auch was, oder so geht's mir jedenfalls, ich will was von der Welt sehen. Ich habe mich gelangweilt. Ich habe mich zwischendurch so gelangweilt. Die letzte Stunde, und da komme ich dir entgegen, ist gut gemacht, auf jeden Fall. Aber ich hatte diesen Moment, wo ich, da widerspreche ich dir, der erste Film Avatar handelt davon, wie Menschen sich einer anderen Kultur, einer außerirdischen Kultur nähern, indem sie sich in diese Avatare verwandeln. Das heißt, wir haben Menschen, ja, und wir haben diese Figuren. Da treffen 2 Welten aufeinander. Das war hier nicht der Fall. Ich finde es schön, dass Sigourney Weaver ihr 14-jähriges Ich quasi spielt, ja. Aber bitte, was sind da für Sachen drin? Was passiert mit dem Antagonisten am Ende? Ich habe mich so beleidigt gefühlt von diesem Drehbuch, ja. Den ist nichts eingefallen. Ich habe da gesagt, okay, das ist Free Willy, das ist Moby Dick, am Ende haben wir Titanic, ganz viel Aliens, er hat selbst bei sich selbst ganz viel geklaut, will ich nicht sagen, adaptiert, aber ich habe wirklich gesagt, wenn der Film 1 Stunde kürzer gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, meinetwegen, aber so doch nicht, bitte. Nein. Was wir hier vorliegen haben. Ich finde es lustig, wie
über Stories diskutiert. Das Ding hat keine Story, das ist eine Werksschau. Was wir jetzt haben, ist der Höhepunkt einer seltsamen Strömung, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Was wir jetzt haben, ist der Vergnügungsparkbesuch, ja, ja, ohne dass man sich dafür bewegen muss. Das ist das. Ist nach dem Videoline, ohne dass man sich dafür bewegen muss. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wo kann ich das steuern? Das ist doch totaler Blödsinn. Es ist ein Theme Ride. Es ist kein Erzählkino. Pass mal auf, Avatar ist ein Paradebeispiel für einen High-Concept-Film. Verstehst du? Irgendwie, Hai gesehen, nur ein Wal. Ich habe kein Konzept gesehen. Es ist, High-Concept-Filme haben immer, das sind so diese großen Blockbuster, die haben immer eine einfache Prämisse. So, und dieser Film, was man dem Film vorwerfen könnte, ist, dass er sich anfühlt wie so ein mittlerer Teil, der er ja auch ist. Das heißt also, es werden hier ganz, ganz viele Sachen erstmal etabliert, die dann im nächsten Teil garantiert abgefrühstückt werden. Im nächsten werden. Teil kommen zwei neue Stämme, unter anderem die Aschemenschen. Ja, Wüste, das heißt, Asche, und ich schwöre dir, der letzte Teil spielt auf der Erde. Was ich jetzt erstmal. Meines Wissens sind nur drei Teile. Also der dritte Teil ist ja fertig. Nein, es sind vier Teile. Es wären vier Teile. Warum ausgerechnet vier? Ja, weiß ich auch nicht. Warum also für mich hat der komplett funktioniert. Ich fühlte mich nicht eine Sekunde lang gelangweilt. Ich fühlte mich gelangweilt durch dieses ganze Teenager-Coming-of-Age-Ding. Das war so unnötig. Kein Mensch hat mir Wieso erklärt. War das unnötig? Oh! Wo war der andere Stamm? Das war das gleiche in Türkis. Wo waren die ganzen anderen Wasserwesen am Ende? Die haben eine Rolle gespielt. Naja, weil es eine persönliche Fehde war zwischen Quaritch und der Sully-Familie. Ja. Das war ein persönliches Ding. Aber es ist viele Unterwasserszenen sind verschenkt worden. Wo war die Unterwasserbedrohung? Es muss nicht alles für Kinder ab 6 Jahren sein. Wo war die Die Unterwasserbedrohung. Ich habe einmal so ein haiartiges Wesen gesehen. Ich will wissen, ob es da Gefahr. Es gab keinerlei Gefahr unter Wasser. Ja, und deswegen hat es mich dann auch natürlich nicht interessiert mehr. Es geht immer noch um den Kolonialismus, es geht um Familie und es geht um die Spiritualität. Was werft ihr den Film jetzt vor? Was konkret? Dass er zu lang ist, ja. Dass er ein klein bisschen Bilderpornografie betreibt, ja, weil du hast, glaube ich, 40 Minuten zusammengerechnet einfach Tauchszenen. Ja, aber das, meine Güte, nee, das ist aber doch das, dann geh doch nicht rein in Avatar. Ich geh doch rein. Ich muss doch reingehen, um mir ein Bild zu machen. The Banshees of Inisherin, also bitteschön, wo ist denn da die Handlung? Bevor uns hier gleich eine Ader im Gehirn platzt. Der Film ist im Prinzip wie ein sehr langer und sehr bequemer Ride. Der Unterschied, Thorsten bringt es auf den, der Unterschied zwischen The Banshees of Inisherin ist ein Kinofilm, ist ein Film, ist eine Erzählung. Avatar ist ein Theme Park Ride. Ist ein High-Concept-Film. Für das ist man früher nach Florida gefahren und hat sich Terminator 3D angeguckt. Ja, das ist totaler Blödsinn. Innerhalb von 20 Minuten. Das ist totaler Blödsinn. Ich habe mir den Film mit Thorsten nochmal angesehen und ich hatte. Und er hat mich genauso emotional gepackt. Pass auf, er hat emotional. Es ist nicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Und ich weiß noch nicht mal, ob er besser ist wie der erste Teil. Als der erste Teil. Ja, und ich gebe auch zu, dass die Dialoge hier und da so ein bisschen hölzern sind. Und? Aber trotzdem finde ich, dass das die konsequente Weitererzählung ist, weil sie auch eine andere Seite dieser Figur. Jedoch gibt es keinerlei Rechtfertigung, die Handlung, die uns vorliegt, auf 3 Stunden zu dehnen. Weil wir haben sehr viel, wir haben einfach manchmal war es zu plakativ, dass Schauwerte präsentiert werden. Bisschen viel Dschungel, bisschen viel Wasser. Und das war im ersten Teil, war das alles neu. Das haben wir so noch nicht gesehen. Ja, okay. Und so war es das, wie gesagt, das gleiche in Grün. Du kannst das Ding lässig schneiden, der ist eine Stunde kürzer und du kriegst trotzdem noch alles mit und er wirkt straffer. Aber James Cameron diktiert das vor, da der weiß, dass der Film eh teuer ist und er eh damit die Kinos blockiert und du eh extra viel für eine Eintrittskarte bezahlst und du sowieso eine 3D-Bille brauchst, ist ihm vollkommen. Es ist James Cameron, der ist Latte, wie lang das ist. Das ist seine künstlerische Vision. Du kannst diesen Film nur in 3D sehen und am besten nur im IMAX. So. Ja, ich würde sogar sagen, das ist die Avatar-Filme sind die einzigen Filme, die für mich in 3D sind. Und das machen sie zu Theme Park Rides.
Nein, das doch sehe ich nicht. Das nein machen Sie zu Theme nein, das kannst Park du doch nicht sagen. Doch. Wenn das für mich emotional funktioniert hat, wenn das für dich nicht ja funktioniert hat, ja, dann tut es mir leid, dann ist das so. Ich ja, man muss aber sagen, dass der emotionale Aspekt der kleinste Aspekt des gesamten Films ja ist. Dass ja der kleinste Hebel. Ja. Naja, aber das muss Hebel er doch sein. Das muss er, der Film ist Spektakel, deswegen ist es ein High-Concept-Film. Ja. So, pass mal auf, wenn du Jordan Peele bist und du machst einen Film wie Nope, der daherkommt wie ein High-Concept-Film, ganz schlechtes aber Beispiel, aber dann total verkopft ist, und wo dann alle sagen, was ist das denn für ein Scheiß? Kapiere ich nicht. Verstehst du? Also ja, du musst was haben, wo du emotional andocken kannst. Verstehst du? Und das war, diese das, Geschichte... Das war ich bei aber Avatar 2 überhaupt nicht. Null. Ja, okay, bei jedem Pixar-Film, bei jedem Toy-Story-Film gibt es den Moment, wo ich sitze, oh nein, bitte nicht, obwohl ich weiß, was passiert. Ja? Ja. Herr der Ringe. Okay, Frodo rennt vor den schwarzen Reitern weg. Natürlich schafft er das. Trotzdem sitze ich da. Und den Moment, diese Momente hatte ich nicht. Diesen Film kann man nur lieben oder hassen. Entweder mal ein Fable dafür oder nicht. Ich habe ihn jetzt nüchtern gesehen. Fable. Ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt. Aber du spürst, wenn es zu lang ist. Das ja erlaubst du dir mit einer Geschichte nicht. Und wenn du so ein Drehbuch vorlegen würdest, würden die Leute sagen, ja, nimmst mal die 40 Seiten hier raus und die 20 da. Aber James Cameron macht das, wie er meint. Nur ein James Cameron und nur ein Peter Jackson kann sowas machen wie drei Teile Hobbit. So, ja. Das ist einfach so. Ist da so ist einfach, da das ist, ja, aber kann man gesagt, verdammen oder nicht. Ich fand ihn auch zu lang. Nee, also, ja, okay, das, dann ist das eine aber eure Meinung. Du kriegst halt das Maximum. Also, wenn man von der Story absieht, kriegst du das Maximum für dein Geld. Das muss man sagen. Ja. Kriegst halt nicht das Maximum an Story und die Story, da wird doch nichts riskiert. Aber das erwarte ich auch nicht. Das erwarte ich nicht bei einem Film wie Avatar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will nicht, was willst du denn sehen? Szenen einer Ehe? Oder was nein, willst ich du vergleiche sehen, ihn mit dem Ikea ersten Avatar. Ich vergleiche ja ihn mit dem ersten Avatar, der mich mitgenommen, den ich auch ganz toll, den ich mehrfach im Kino gesehen habe. Es ja war natürlich klug, ihn die erste Stunde trotzdem im Dschungel spielen zu lassen, bis sie abhauen und dann erst in die Wasserwelt einzutauchen. Aber wie gesagt, wir gönnen ihm mal seinen finanziellen Erfolg über die Maßen. Ja. Erzählerisch war das jetzt nicht so der ganz große Wurf, aber, naja, aber Schauwerte, aber es ist wie gesagt ein hoher Schauwert. Ja. Wobei nach einer Stunde, wenn du 3D weißt du, guckst, nach einer Stunde 3D... Wie hast 3D, du dich denn gefühlt eigentlich so als du hast ihn auch ohne Pause gesehen. Ich habe sehr gelacht über ja klar, ich habe ihn ohne Pause gesehen. Ich, naja, du hast dir deine eigene Pause gemacht. Du bist halt rausgegangen. Geistig, geistig habe ich... Ist er rausgegangen? Ja, ja. Da hat er sich garantiert alle geistig habe ich halt... Quatsch. Geistig habe ich die Lücken versucht zu füllen und die Lücken... Wenn du den geguckt hast, schieben sich ja auch zusammen. So. Aber ja, wie dem auch sei, ich halte es immer noch für einen Vergnügungsparkbesuch im Kino. Ja, das halt, finde ich halt dann auch. Ja. Also, wir werden also ich noch fand, das war aus meiner Perspektive war es ein super Abenteuerfilm. Ich möchte mehr von dieser Welt Pandora sehen. Nee, habe ich aber möchte auch, nie wieder was von Pandora habe, sehen. Ich habe jetzt echt genug gesehen. Habe aber auch totalen ich Spaß kein gehabt. Ich habe Türkis auf, mehr auf der Netzhaut. The Banshee of Inner Sheeran. Ja, Hennes, dann geht er nicht rein. Dann ist das so, dann ist das offensichtlich. Guck mal hier. Aber weißt du, wo war das anders wie zum Beispiel Star Wars? Da, okay, jetzt machst du aber, pass mal auf, wir sind sehr gespannt, was ihr davon haltet. Wir werden da bestimmt noch mal drüber reden. Bei Star Wars gibt es so viele verschiedene Sachen mittlerweile. Andor und alles Mögliche. Nee, ich rede von ich möchte, dass das, was ihr gerade macht. Star Wars war etwas Neues, als Star Wars ja rauskam. Das gab hier, es so noch das nicht. Hier wird es für die Patreons als Schlammcatchen-Wettbewerb geben. Genau. Und der moderiert wird es von einem Mönch. Wir haben euch beim letzten Mal, hups, Schnitt, harter Cut. Wir haben euch beim letzten Mal gefragt, es ging um die Mystery Box, wir haben euch gefragt, wo, in welchem Restaurant, Diner oder Kneipe? Hattakat, ist das nicht von Olm? Hans-Werner, schönen Gruß. Hans-Werner Olm. So, in welchem Restaurant, Diner oder Kneipe ihr immer gerne essen würdet? Warst du eigentlich mittlerweile mal im Batman-Restaurant in London? Ja, da bin ich zwischendurch hingefahren, das kannst du doch denken. Ja, nein. Warst du nicht, ja. Obwohl, zugetraut ist. Warst du mal in einem Themenrestaurant, in einem Filmthemenrestaurant? Ich? Planet Hollywood. Das ist kein, nee, wo es nee, wirklich nee nur um einen Film geht. Ach so, ich war mal nee vor 15 Jahren im Phantasialand in der Afrika-Welt. Ja. Und da gab es dann. Aber das basiert nicht auf einem Film. Nee. Bitte was? Das basiert nicht auf einem Film. Naja, wenn doch, du willst, Udo Schreckensinsel der Zombies, da kann man sich ja schon ja, richtig. Ich war mal im Pizza Planet in Disneyland, da war ich auch sehr enttäuscht. Ja. Pizza Planet aus Toy Story. Aber ihr habt uns ganz viel geschrieben. Also, wir haben so viele, ja, also die Schüssel ist randvoll. Ich gehe mal durch. Ich habe zwei Einsendungen ausgewählt, die wir gleich vorlesen werden. Das tänzelnde Pony aus Herr der Ringe.
Oh. Ja, das ist natürlich ein ganz, es gab zwei Sachen, die zwei Restaurants, die standen ganz weit oben. Das erste, könnt ihr euch denken, Jack Rabbit Slims aus Pulp Fiction. Ja, natürlich, das würde man gerne sehen. Das wäre dann Standard-Diner. So, das wäre dann Standard-Autobahn-Diner. So ja. Mm. Und das andere ist natürlich das Milliways aus das Restaurant am Ende des Universums. Ach so, ja sicher, die habe ich ja komplett vergessen. Wo man dann schön das Ende des Universums beobachten kann und wo es den besten pangalaktischen Donnergurgler gibt. Ja, was gibt's noch? Gibt's noch das geschlachtete Lamm aus Das ist auch ein paar American Mal aufgetaucht. Das wurde nicht Slaughter erwähnt. Okay. Das, da gibt's habe ich Bierdeckel. Gibt es auch als schönes T-Shirt, ja. So, Pizza Hut aus Demolition Man. Das ist ja das Einzige, was noch übrig geblieben ist, ja, glaube ich. Stimmt. Ist dann das eigentlich noch Pizza Hut? Ja, Pizza Hut gibt es noch. Und ich liebe die Pizza von Pizza Hut. Das ist Platz 2. Platz 1 als Kette wird für mich immer Kochlöffel sein. Kochlöffel-Legende. Ich liebe Kochlöffel. Oh, Kochlöffel war eine Legende. Das war so McDonald's. Die gibt es ja noch. Ich habe noch nicht beim Kochlöffel gegessen. Wo denn? In Emden. Nee, es gibt, glaube ich, so 12 in Deutschland oder so. Ja. Ich habe in Emden beim Kochlöffel gegessen. Die hauen die wirklich noch einen Burger mit einer Scheibe Ananas drauf, wenn du das brauchst. Das war direkt am Atlantis. Ja, natürlich. Hey, im Kino, Kochlöffel. Ja, optimal gesund geschrumpft. Ich könnte da jeden Tag essen. So, auch sehr, sehr interessante Sachen dabei. Flickering Lights aus dem gleichnamigen Film von Anders Thomas Jensen mit Mads Mikkelsen. Ja. Sollte man auch mal gucken. Da schrieb jemand, das Overlook Hotel unter den Gastro-Angeboten. Natürlich auch ganz oft erwähnt, das Cat's Deli in der Lower East Side. Mhm. Harry und Sally. Cat's Deli, ja, klar. Genau, McRyan. Ne? Da würde ich gerne mal, also wenn es das noch geben würde. Es gibt's noch. Ja, das glaube ich. Wer hat gesagt, I'll have what she's having? Die Ehefrau von Carl Reiner. Die Mutter von. Ja, ja. Die genau. Mutter von Rob Reiner. Von Rob Reiner und die übrigens auch in To Be or Not to Be mitspielt. Wunderbar. Der Titty Twister aus From Dusk Till Dawn. Ja, wer will da nicht rein? Wer will da nicht gerne rein? Pussy, wer will nicht Pussy, gerne mal? Pussy, Pussy. Pussy, Pussy, die Star Wars Kantina gibt's natürlich in Disney World, in dieser Star Wars World jetzt natürlich, klar. World. Das ist auch sehr schön, dass wir dich freuen, Gary, das Brick in Sicily, Alaska, aus Northern Exposure. Ja. Was sehr verwandt ist natürlich mit dem Diner aus Twin Peaks, natürlich, ganz klar, das Double R Diner. Das Diner aus Zurück in die Zukunft. Bravo. Auch, okay. Einmal Pepsi ohne, ohne zu bezahlen. dann hatten wir noch, das Diner aus Der Anschlag von Stephen King. Ja, das habe ich natürlich nicht, das habe ich nur als Buch, ich lese es gerade wieder als Buch. Hast du es nicht gesehen, als Serie? Mit James Franco? James Franco? Ja. Doch, ein bisschen gesehen, glaube ich. Wo das Rindfleisch, es geht ja immer um diese Batzen von Rindfleisch. Es geht ja immer nur darum, dass der Typ, der ne? Ja. Also es gibt ein Diner, es gibt so eine Art Universitätsdiner. Und wenn man hinten in den Lagerraum geht, da ist eine unsichtbare Treppe und die führt dich zum 9. September 1958. Ja, genau. Immer wieder. Jedes Mal resettest du das, wenn du reingehst und rausgehst. Also und da holt der Typ sein Fleisch. Ja. Der holt eigentlich immer das gleiche Fleisch jeden Tag. Und es ist immer frisch und er zahlt nur ein paar Cent dafür und kann deswegen billige Burger anbieten. Aber so ein Diner war ja für uns immer so ein Traumort einfach. Das gab es ja so nicht. Ich weiß noch, als das erste McDonald's eröffnet hatte, damals in Wattenscheid. Auch. Aber kannst du dich noch daran erinnern, dass wir am Hauptbahnhof das Wimpy hatten? Ja, das Wimpy, ja. Wimpy Burger. Und das war wirklich eine richtige Burger-Joint, also so ein richtiger Burgerladen. Ja. Burger Joint. Bevor McDonald's überhaupt auch nur in der Nähe war. Nee, weißt du, einen Burger zu machen, ist ja auch keine Raketenphysik. Nein, ist keine Raketenphysik. Nur damals hat man, ich weiß noch ganz genau, wie mein Vater mir Geld gegeben hat. Hey, geh da mal rein, geh mal gucken da. Ja. Und ich war damals schon total irritiert, wie kacke die Burger waren. Das war kacke da. Ja, es war immer kacke. Doof, Wimpy. Warst du mal im Monks eigentlich in New York? Nee. Das ist ja das Diner, was du von außen immer siehst bei Seinfeld. Mhm. Nee, da war ich nie. Damals, 100 Jahre mal drin. Also du siehst es immer nur von außen. Das, was drin ist, ist natürlich ein Studio in Hollywood. Und es ist auch das Diner, in dem Susan Vega auf Tom's Diner gekommen ist. Ich habe Empire Diner. Das ist Empire Diner. Da war ich drin. Da war ich auch zweimal drin. Dieser silberne, genau, geschlossen Wagen. Hat. Genau, genau. Das Restaurant aus Der Sinn des Lebens wurde oft genannt. Natürlich, klar, ein Minzplätzchen. Ein hauchdünnes Minzplätzchen. Ich muss kotzen. Und ein Eimer, bitte. Das Ramen-Restaurant aus Tampopo. Auch so ein Film, wo es... Auch sehr schön. Gus Galaxy Grill aus Spaceballs. Ja. Mit John Hurt. Mhm. Nicht schon wieder. Die Krosse Krabbe wurde oft erwähnt. Krosse Krabbe ist sehr gut. Los Polos, Hermanos.
Los Pollos Hermanos. Ja gut, da kannst du ja Los Pollos Hermanos unbedingt. Kentucky Fried Chicken gehen. Aber ich würde auch gerne in das Restaurant gehen in Legion, wo die später alle eingekesselt sind, weil der Antichrist zurückkommt. Ja, auch schön. Wie viele Staffeln gab es da eigentlich? 3? Das ist ein Spielfilm. Also ach, Legion, genau ach, ich dachte die Serie. Ja. Nee. Legion, genau. Ach, das ist das mit Paul Bettany. Mit Legion. Paul Bettany genau. Als Engel. Genau. Und ist der gut, der Film? Ja, ich mag den irgendwie. Ich mag den. Also ich kann da nichts gegen machen. Das ist jetzt nicht der große Wurf, aber ich liebe den. Ich finde den irgendwie gut. So, das 10 Forward, also 10 vorne aus Star Trek Enterprise D, weil Restaurants und Kneipen natürlich immer die Dinger sind, wo man zusammenkommt, wo man mal reden kann. Das Gustos aus Ratatouille. Das war natürlich auch der Film, wo es um Restaurants geht. Das El Royale aus Bad Times at the El Royale. El Royale. Was für ein großartiger Film, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Bad Times at El Royale. Ja, geht, doch, ne? Komm, das war schon klasse. Da habe ich mir mehr Twists versprochen. Nein, ich mochte den nicht. Ja, mir war das zu lang. Okay, das Central Perk aus Friends. Ja. Ja, mit einer Stunde. Der Hyatt Club aus Wonder Boys. Hier mit Michael Douglas und ja, Tommy sicher. McGuire. Ja. Auch ein sehr schönes Buch übrigens. Auf der literarischen Grundlage von? Michael Chapman. Richtig. Ja, der großartige Bücher schreibt. Das McDowell's in New York, da schrieb uns Florian aus Hamburg, der war mal in New York und ist von seinem Taxifahrer gefragt worden, ob er Coming to America gesehen hat. Florian ist der größte Eddie Murphy Coming to America, also der Prinz aus Zumunda-Fan. Ja, ja. Und da sagte der Taxifahrer, das ist die Pommesbude, das ist das Diner. Und das war quasi gegenüber seines Hotels. Mhm. Da hat Florian uns geschrieben, schönen Gruß nach Hamburg. Dann natürlich das Louis aus der Pate, wo Michael Corleone die Wumme findet auf dem Klo. Ja. Und nervös rumnestelt, dann ist es nie verhältnismäßig viel Raum einnimmt, auch in der Serie. Das Chrom de la Chrom aus dem ersten Otto-Film. Das Chrom de la Chrom, auch sehr gut. Hawthorne aus The Menu, demnächst auf Disney Plus übrigens. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Das Bagdad-Café aus Out of Africa mochte ich auch sehr, sehr, sehr gerne in dem Film. Und, beste Musik, Oscar für die Filmmusik. Und zum Schluss noch das Bridge Diner aus Equalizer. Da sehe ich dich Bridge, ja immer da sitzen. Da möchte ich sitzen. Na? Ich hätte erst gesagt, ich möchte eigentlich oben möchte ich in den Lobbybereich vom Continental. Aber kam ich kann, auch vor. Ich kann jetzt, nicht, kann jetzt nicht jedes Mal für einen Kaffee mit einer scheiß Goldmünze bezahlen. Aber das Diner, das Bostoner Diner aus Equalizer, ich will da hinten in der Ecke sitzen, ich will so unter dieser staubigen Abdeckung ein Stück Kuchen und ich will mir einen Teebeutel mitbringen, so ein Taschentuch auseinanderfalten, kriege heißes Wasser, will da sitzen und mein Buch lesen. Ja. Es gibt ja in Gelsenkirchen ein schönes Diner, ne? Direkt am Zoom-Zoo. Ach ja, das ist ein American Diner. Das ist schön, ja. Das stimmt. Ja, das ist wahr. Und das ist keine Systemgastronomie. Nee. Das ist die haben wohl ein System, aber. So. Bevor wir frittieren das erst und bevor dann wir raus. Zum Gewinner kommen, noch zwei Einsendungen, die mir besonders gut gefallen haben. Wir sind gleich fertig. Hallo, ihr Supernasen. Ich würde gerne im Winkies Diner aus Mulholland Drive speisen. Nachdem ich mir den Wanst vollgeschlagen habe, würde ich einfach in den Hinterhof gehen und mir den berühmten Jumpscare aus dem Film abholen. Durch den Schock müsste ich mein Essen wohl auch direkt wieder auskotzen, was letztendlich auch gut für die Figur ist. Also lecker essen, ohne zuzunehmen. Natürlich nur, wenn ich nicht vor Schreck gestorben bin. Schönen Gruß, Thomas Sturm aus Rheinberg. Ja, sehr das schön. Ist auch wirklich ein Rheinberg Jumpscare. Rheinberg um die Ecke. So, und Thorsten, für dich habe ich eine Einsendung von Uwe Buschmann. Und Uwe Buschmann. Vor. Nach langer Überlegung bin ich zur Überzeugung gelangt, im St. Angeles Metro City Komplex, die freundlichste Stadt wie keine zweite, wo Polizisten Schutz und Service bieten, alle Autos abgasfrei sind, gibt es im Wesentlichen nur Pizza Hut als würdiges Restaurant. Die Auswahl war mangels Alternativen auch zu einfach. Gerade in den Zeiten nach dem großen Beben kann es nicht falsch sein, sich die Lieblingskneipe des hiesigen Obermotzes aufzusuchen. Das dient der Abwechslung, weil dann auch mal was passiert. Aber Obacht, wenn es kalt oder heiß wird. Da reicht Schutz und Service nicht mehr aus. Vielleicht kann man dann trotzdem jemand die drei Muscheln erklären. Die Bußgeldbescheide sind einfach ungeeignet. Es geht natürlich um Demolition Man. Genau. Hervorragend. Da bin ich mal gespannt, wie der gealtert ist. Demolition Man ist schön gealtert, habe ich neulich noch geguckt. Sandra Bullock und Sandra Wesley Bullock. Snipes und mag Stallone. Ich. Armand Assante, glaube ich auch. Ach nee, das war bei Dredd. Ich weiß nicht mehr. Bei Dredd war Armand Assante und der spielt nicht mit da. Nein. Demolition Man. Demolition Man. Ihr habt tolle Idee, tolles Konzept, gute Idee. Alle werden eingefroren, schade, kann man nichts machen. Alle werden aufgetaut, super. Ganz im Wesentlichen die Idee, die jetzt auch Tulsa King hat. Er war 25 Jahre im Gefängnis, Stallone. Den ganz möchte, großen Dank an alle Einsenderinnen und Rinnerinnen. Sender und nicht-binäre Sendende. Einsender und Sendere. Und wir konnten nicht alle vorlesen. Ich weiß, einige haben sich beschwert, dass ausgerechnet
euer Beitrag nicht vorgelesen worden ist. Geht halt nicht, sonst sitzen wir hier stundenlang. Ganz, ganz viele und es darf gezogen werden. Der Gewinner der Mystery Box für Folge, wie viel ist das, 104? 104. 104 ist... Ich ziehe einen raus. Daniel Roloff aus Wetzlar. Aus Wetzlar bei Übrigens, Gießen. Da, in bin dem ich Zusammenhang, herzlichen Glückwunsch, Daniel. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal sagen, dass es super wichtig ist, dass die Leute immer dabei schreiben, woher. Weil, ja. Wenn du da so alltägliche Namen hast, manchmal, ja, ist es schwer, den Gewinner tatsächlich Karl-Heinz zu finden. Aus Dortmund in den, ja. Ja, ja. Man muss auch sagen, dass ich bald in Wetzlar auftrete, Daniel Roloff. Dann kannst du doch persönlich vorbeibringen. Ja, lade ich dich aber auch sehr ein. Schön. Da ist übrigens auch einer aus Perth drin, ne? Echt? Ja, einer aus Australien. Also da müssen wir richtig schön da haben wir Glück, da wenn haben wir den Glück mal, gehabt. Und ganz viele aus der Schweiz. Sehr viele aus Bremen, sehr viele aus der Schweiz. Danke an euch an der Stelle. Steck in die Tasche, Daniel Roloff danke. Aus Wetzlar. Ja, aber ich muss das Paket kannst machen. Ja, dann guck dir den Podcast an. Daniel Roloff aus Wetzlar. Schreib's ich dir muss auf. Wissen, wie das geschrieben wird. Da. Nein, ich schreib's auf. Ich weiß also, ja, ich Roloff. Danke an euch, an eure Teilnahme. Danke an alle unsere Patrons, die uns unterstützen, die diesen Podcast natürlich früher, länger und werbefrei bekommen. Wahrscheinlich zu lange auch. In Farbe. In Farbe auch. Und ihr bekommt auch mehr Content. Wir machen zwischendurch immer mal kleine Filmbesprechungen und so ein paar Sachen. Und wir haben da auch ein paar Ideen noch dieses Jahr für euch. Ohne euch würde es uns nicht geben. Wir sind eine kleine, feine Gemeinschaft. Community. Nicht wahr? Die nächste Mystery Box. Oh, jetzt habe ich mir was ausgedacht. Pass auf. Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, der uns schreibt. Bei welcher Filmszene müsst ihr jedes Mal heulen, aus welchen Gründen auch immer, aus Freude oder aus Traurigkeit oder auch aus beiden. Aber genau deswegen müsst ihr euch sie immer wieder angucken. Oh ja, das ist super. Was wühlt euch emotional auf? Ich gebe eine Szene vor. Okay. Die Trauerszene aus Endgame. Dieser Schwenk über alle Avengers am Ende, wo die Musik einsetzt, wo alle stehen, Captain America, jetzt krieg ich schon Fälle hier, Black Panther, Spider-Man, alle stehen sie da. Blade war nicht da, ich hatte so einen Hals, weil Blade nicht da war. Der hat ja auch, ja, aber vielleicht kommt das noch, da kommt ja noch einiges vor. Das ist die Szene, die gucke ich mir zwischen, die und die Portal-Szene, die gucke ich mir zwischendurch immer mal wieder an, wenn ich einfach so dieses, wenn ich so Leben in mir spüren möchte, wo ich weiß, so, ja, das ist so ein trauriger, aber auch schöner und würdiger Moment. Das ist so schön gefilmt, dass ich jedes Mal da sitze und obwohl ich sie so oft gesehen habe, muss ich jedes Mal heulen wie ein Schloss. Muss ich drüber nachdenken, aber habe ich bestimmt. Ja, und da gibt es bestimmt einige. Ich hab 4 oder 5. Da sind bestimmt auch die einige Trickfilme vielleicht sogar dabei. Ja, da sind auch Trickfilme bei. Nicht nur, aber auch. Der kleine Muck. Der kleine Muck. Geheult wie ein Schlosshund. Ja. Ich, Sexana, die tolle Hexe. Sexana, das Mädchen auf dem Besenstiel. Auf dem Besenstiel, ganz genau. Und ich wäre gerne der Besenstiel gewesen. Alter. Also, Sexismusalarm. Das kann man ruhig mal gegen Ende mal bringen. Also schreibt uns, bei welcher Szene ihr immer wieder heulen müsst. Und, aber es geht wirklich nur um die Szene. Es geht nicht um den ganzen Film. Genau, ihr müsst uns nicht den Film schicken. Um die Szene, es genau. Um die, bitte mit Angabe, von wo ihr uns schreibt, wo ihr da gerade seid, wohnhaft. Ein Sendeschluss ist der 10. Februar 2023. Okay. Der 10. Februar, weil, ja, ihr müsst schnell sein, weil sonst wären es einfach zu viele. Also, wer den Podcast früh guckt, der hat auch die Chance mitzumachen und auch vor allen Dingen natürlich bis zum Ende geguckt. Ja. Deswegen schreibt bitte an post@streterbender-streberg.de. De, genau. Ist richtig? Genau. Wir blenden genau. das noch ein. Wir blenden das 10. ein. Februar. Ist der Einsendeschluss. Nächstes Mal reden wir über 52577. 77. Und wir reden über The Fablemans. Und wir reden auch darüber, da haben wir noch über nicht diese, gesprochen. Diese wirklich wunderbar über die wunderschöne schöne Blu-ray-Box aus dem Hause Turbine von The Frighteners. Eine, gedreht von? Wieder mal Peter Jackson. Peter Jackson. Produziert eine von? Wunderbare Steven Spielberg. Kann ich die haben? Robert Zemeckis. Wem gehört die? Robert Zemeckis. Wem gehört die? Wem gehört die? Naja. Das ist unsere. Wem seine ist das? Das Wessen? Ist unsere. Wem sie? Pass auf, ich gebe dir die. Ach, ich geb dir die dann, wenn ich mein Garth Marenghi-Boxset wieder habe. Ich gebe dir die dann, wenn ich mein Garth Marenghi-Boxset wieder habe. Ja, du bist schon seit 2 Jahren. Der Bermuda-Dreiecke. Wirklich? Bei dir ist immer alles gibt weg. Man was und. Ich bin noch nicht aggressiv genug. Wie findet ihr Avatar? Würdet ihr schon sagen, dass der zusammen nochmal reingeht? Ja, ich guck mir den vielleicht nochmal an. Unter Druck. Ja, also die Box ist wirklich toll. Ja, dann gib aber die präsentieren wir euch beim nächsten Mal. Aber vielleicht können wir die Kollegen bei. Gib mir die Box. Turbine. Kollegen bei. Gib mir die Box.
Gib mir die Box. Ich will nicht. Ich will sie behalten. Gib mir die Box. Okay, ja. Das war's von uns. In diesem Sinne. Nein, nicht. Ja. Okay. Das war's von uns. Schön, dass ihr mit dabei wart und alles Gute. Auch beruflich. Sack zugemacht. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Streiter, Bänder und Strehberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch das Video, gemacht ja, das ja, ist ein Abspann, weißt du, man nennt das Abspann-Video. Abspann. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspanner, kann man. Da unten, auf deinem Gesicht. Da, auf meinem Gesicht, ja, hast genau. Da hin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also schön, falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann... Man sollte das machen, dann ist man immer kann man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.